Hier ist deine Mami. Eddie, denk nicht nur an Fußball. Tu mir doch den Gefallen und leg ab und zu mal etwas zur Seite. England, denk an die Zukunft. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio. Das Ganze aus der Rhön-Kampfbahn in Hünfeld. Da testet Kickers Offenbach gegen den einstigen Liga-Rivalen Carl Zeiss Jena. So sieht man sich wieder, so könnte man es fast überschreiben, denn beide sind mittlerweile in der Regionalliga gelandet, auch wenn sie in unterschiedlichen Gefilden, die einen in Nordost und die anderen unseren eben in Südwest spielen. Der OFC, er testet ja zum letzten Mal vor dem großen Saisonstart. Und Lutz Kammermeier, den ich an dieser Stelle herzlich begrüße, der weiß mehr, ja, mit wem denn der OFC antreten wird. Ja, hallo. Lieber Lars, hallo liebe Leute zu Hause, die ihr da seid, an den Empfangsgeräten sozusagen. Ja, wir spielen, klar, mit Daniel Endres im Tor, dann haben wir Marcel Wilke, Dennis Schulte, Dennis Magafic, Giuliano Modica. Ich schätze auch, dass das so hinten die Abwehr sein wird. Dann haben wir Matthias Schwarz, Kevin Wittke, Jan Biggel und Klaus Giasula. Wie gesagt, wir wissen nicht offiziell, ob er verpflichtet ist. Fakt ist, er hat einen Namen, ein Trikot, eine Nummer. Schauen wir weiter, dann Christian Zappek ist dabei und Fabian Becker, das ist die Anfangself. Und dann haben wir noch einen ganzen Haufen auf der Bank. Aber Lars, erstmal die Jenenser. Dann machen wir erstmal die Jenenser, beziehungsweise die Jena. Das eine sind die Eingeborenen, das andere sind die Zugezogenen. Das haben wir alles schon gelernt. Im Tor steht Stefan Schmidt mit der 1. Philipp Kerstic ist dabei. Kristic, so heißt er wohl. Andis Schala, Matthias Pespolat, Marco Riemer, Marc Zimmermann, Tom Geisler, Marcel Schlosser, Justin Gerlach. Jetzt geht's los, dann nehmen wir erstmal die Zeit. Ganz genau, da haben wir sie genommen, dass sie auch in der Anzeigetafel richtig zu sehen ist. So wie Maxim Banaskiewicz und Sören Eismann. Der OFC, der ist im Spiel und am Ball. Lutz, aber ein Tor haben wir noch immer nicht zu vermelden. Nein, das ist so, steht hier nach wie vor 0:0. Ausgeglichenes Spiel, ein kleines Zwischenfazit, verdient. Ja. Verdient steht es 0:0 für den OFC, der Einwaffnet. Nein. Ja, heute wird es hier schön laut in der Tribüne. Diese kleine Tribüne sind natürlich alle drunter und ja, hier wird die Stimmung sein. Ja, sehr interessant. Das ist ungefähr halbe. Ja. Wir haben viele blaue Trikots gesehen von Carl Zeiss Jena, aber stimmgewaltiger natürlich selbstredend. Nur der OFC, der kommt doch jetzt über die halblinke Verbindung. Und das 1:0 eigentlich sein. Herrlicher Schuss, Direktabnahme. In dem Fall war es Fabi Becker, der eine hervorragende Vorbereitung spielt. Und das hätte in der ersten Minute schon das 1:0 für den OFC sein müssen. Auch toll vorbereitet von Matthias Schwarz. Überhaupt ein sehr schöner Angriff hier. Sich gut befreit von der linken Abwehrseite rüber gewechselt, der Ball. Gute Aktion. Ja, gespielt haben wir nicht mal 2 Minuten, würde ich sagen. Nee, 1:06 sind gerade gespielt. 1:10. Ja, so kann es gerne weitergehen. Da im Tor, der Jena, sind es jetzt die Jenenser oder die Jena? Stefan Schmidt. Die Jenenser sind die Eingeborenen. Jenenser, insofern werden es wahrscheinlich alles Jena sein. Jena, ja. Becker. Ja, ist auf jeden Fall ein toller Test, würde ich sagen. Endlich mal so ein richtiger, ich glaube auch der letzte Test. Aber ganz ehrlich, bist du schon heiß, Lars? Ich bin heiß wie Frittenfett auf nächste Woche. Absolut. Und wir haben ja auch wieder 7 neue Porträts eingestellt. Ja, habe ich noch gar nicht gucken können. Ich habe nur gesehen, dass sie da sind. Ja, aber ich werde sie mehr unter anderem hat 2 Porträts mein Patenkind Laura gemacht. Und da hat man gemerkt, nicht die Laura war nervös, sondern die Spieler waren nervös. Gell. Also insofern... Das blonde Mädel im Fanshop, ja? Genau. Das habe ich nur kurz gesehen. Da wurde nämlich darüber fabuliert in Facebook. Wer ist denn das? Ja, sie wird auch am Sonntag zum Kickerstag wieder zu sehen sein. Okay. Da kann und soll sie mir wieder ein bisschen assistieren. Sie macht sozusagen ein bisschen Ferienjob mit für mich. Und da war es auch so, dass ich da beim Training war. Und da sage ich noch zu ihr, weißt du was, um 10 ist Training. Da gehen wir erst um 11 hin. Da können wir sofort schnell die Interviews machen. Ja. Aber da haben wir nicht mit Rico Schmidt gerechnet. Denn Folgendes ist passiert. Er hat schon ab kurz nach 9:30 angefangen zu trainieren. Und insgesamt war dann die Trainingseinheit knappe 3 Stunden. So wenig. In der Mittagssitze. Und so lange mussten wir warten und es hat schon beim Zusehen wehgetan. Jungs, Hut ab. Ich sage ganz ehrlich, ich meine, ich liebe die Jungs eh. Ich habe mich da festgelegt, ganz egal was passiert. Aber diese Jungs sind tief in meinem Herzen. Doch. Aber es ist unfassbar, was der Rico denen in die Knochen haut. Unglaublich. Ich habe dann anschließend auch zu Rico gesagt, als die dann endlich vom Platz gehen durften, habe ich gesagt, Rico, meine Herren, du nimmst die ganz schön ran. Da sagt er, warum? Die haben doch Urlaub gehabt. Ja. Und langsam da unten.
Also jetzt wird es hier ein bisschen hitzig. Aber naja, ich denke, das ist deine Schuld, das war mehr laut als gefährlich. Genau. Das hat gescheppert. Ja. Also 0:0 steht es für die, die später eingeschaltet haben. 3 Minuten gespielt, Karlsruher Jena gegen den OFC. Die Aufstellung, die haben wir gerade verlesen, das werden wir sicherlich gleich noch mal bringen. Aber Lutz, du weißt mehr, wer ist denn noch dabei? Denn so, wir haben ja nur die erste Elf hier. Ganz genau. Also für das Tor steht natürlich Fehim Statovci zur Verfügung. Und als Feldspieler haben wir noch dabei Philipp Fleischer, Cem Kara, Marcel Mosch, Alexandros Theodosiadis. Schöner Pass jetzt von Wittke da vorne auf Zabek. In die Mitte gepasst und fast schon wieder steht ein dort Fabi Becker. Er steht also blitzgescheit und goldrichtig. Und er hätte ja eigentlich schon in der ersten oder in der zweiten Spielminute das 1:0 machen müssen. Ja. Genau. Und jetzt hat er die zweite Chance gehabt. Aber gut, wir waren bei Baris Jakut, dann haben wir noch Stefano Meyer dabei. Und Taira Tomita und natürlich unseren letzten offiziellen Neuzugang Benjamin Pintol mit der Nummer 10. Ja, also und da bei Carl Zeiss Jena ist noch dabei Jakut. Pilis, Marc Andres, Marius Grösch, Tino Schmidt, Yves Brinkmann, Kurtai Gimatz und Junior Tornariga. So ungefähr könnte es heißen. Ja. Einigen also wir uns darauf. Ich werde dir definitiv nicht widersprechen. Ja, das will ich dir geraten haben. Sonst müsste ich eine Alternative bieten und das mache ich nicht, weil ich hätte Angst, meine Zunge zu verschlucken. Ja. Und ein kleiner technischer Hinweis noch. Ihr werdet es sehen, zumindest auf das Tor, auf das Carl Zeiss Jena jetzt zunächst spielt. Also dort, in dem jetzt Daniel Endres steht. Dort gibt es ein kleines Problem. Da ist nämlich unser Pfosten hier, der das Stadiondach sozusagen hält. Gott sei Dank hält er Gott es. Sei Dank, Gott sei Dank. Das heißt, das Tor ist nur zu 2/3 einsehbar. Jetzt sehen wir es gerade im Bild. Aber Daniel Endres hat die Kugel sicher runtergepflückt. Also das heißt, das könnte sein, dass bei einem Tor wir nicht alles genau sehen. Ja, wenn Margavic nachher zweite Halbzeit da hinten einen Winkel einschweißt, könnte das sein, er schießt das Tor des Jahres. Aber wir haben es nicht drauf, weil der Pfosten da im Weg war. Ja. Ja, also jetzt Dennis Schulte, den wir auch frisch porträtiert haben, auch zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Im Übrigen gibt es noch eine technische Neuerung. Fabi Becker, der Tanz, der zaubert hier. Ja, über die linke Seite, da kommt aber Zabek nicht richtig an den Ball. Und so versucht Spickel in die zentrale Position. Da stehen aber erst einmal die Thüringer richtig. Und so kommen sie über die rechte Seite. Hier ganz, ganz enges, ein enger Ground, würde man sagen. Ist das so, ja. Das ist alles sehr, sehr enge Gemüt. Hier aber auch sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur da hinten an der Eckfahne, ich weiß nicht, wie weit sind von der Eckfahne diese Steine da hinten weg. Ich weiß es nicht. Das sieht hier so aus, als wären die wirklich nur einen Meter dahinter. Gell? So, also ja, könnten auch glaube, die Deutschen sein. Müsste schon sein. Überhaupt, das Gelände hier richtig klasse gemacht. Ja. Das heißt, dort zwischen diesen Bäumen und dem Gebüsch dort hinten sind nochmal Stuhlreihen. Das heißt, man kann hier drüber schauen, im Schatten schauen. Und auch die, die dort oben sitzen, hinter dem Tor, die sitzen im Schatten, weil die haben natürlich Bäume Schatten spenden. Also das ist schon wirklich klasse gemacht. Die VIP-Loge im wahrsten Sinne des Wortes oben. Ja. Also, so. 6 Minuten gespielt, 0:0 steht's. Der OFC ganz klar die feldüberlegene Mannschaft. 2 größere Chancen gab es schon zu vermelden. Jeweils war Fabi Becker der Dreh- und Angelpunkt oder zumindest der hätte einnetzen können. Jetzt auch der OFC wieder über die rechte Seite unterwegs. Zentral reingeschlagen auf Zabek. Er kommt da aber nicht richtig entscheidend an den Ball. Eckball für den OFC. Soll ich heute mal mitschreiben? Ja, kannst du machen. Heute schreibe ich mal mit. Ja. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an unser Kamerakind Peter Dietz, der so komfortabel wie noch nie heute seinen Dienst verrichten kann. Der sitzt nämlich angelehnt hier an die Tribünenmauer und er sitzt beim Kamerabedienen. Das meine Güte. Hat es auch noch nicht gegeben. Jetzt also aber der Jan Wickel erstmal beim Eckball. Ja. Hat ja auch. Runter durch und schwarz. Da verspringt Blecki der Ball. Ja. Und der geht erst nochmal Jan Pickel am Dienstag hat er ja noch gesagt, der hätte unten leichte Probleme auf dem Spann gehabt, so konnte ein paar Tage auch nicht trainieren. Hat er gesagt, gut, wenn die Heilung weiter so gut läuft, könnte er bald wieder einsteigen. Gut, heute spielt er. Gute Sache. Tja. Gute Sache das. Wir haben, glaube ich, nur einen Verletzten. Sascha Korb. Ja, und das ist eigentlich die gute Nachricht, weil es gab ja zuletzt ein kleines Lazarett, also nicht schwerwiegendes, aber irgendwie so eine Sommergrippe oder irgendein Virus. Und es scheint doch alle wieder zurück zu sein. Und das, was wir zumindest bis hierhin sehen, nach 7,5 gespielten Minuten, sieht sehr, sehr gut aus. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Wie gesagt, Lattenschuss nach nicht mal einer gespielten Minute von Fabi Becker. Schöne Vorarbeit von Matthias Schwarz. Danach nochmal schöne Flanke, Magafic und Fabi Becker kommt einen kurzen Schritt zu spät. Da konnte Stefan Schmidt, der Torhüter der Jena, konnte da abtauchen, den Ball abfangen. Also schon 2 ganz gute Gelegenheiten, eine Riesenchance, muss man sagen. Lattenschuss ist immer eine Riesenchance, hätte er auch keine Chance gehabt im Tor, der Stefan Schmidt zur Abwehr.
bisher können wir zufrieden sein. 200 Zuschauer, würde ich sagen, hier in Hünfeld. Ja. Leichte Mehrheit auf Offenbacher Seite, aber doch auch bestimmt 75 Jenenser ja. mit dabei. Und in dem Fall trifft es ganz bestimmt, wenn ich sage Jenenser. Das sind sicherlich alles Eingeborene. Also das ist ja ein Thüringer Kultclub, der ja auch noch Europapokal gespielt hat. Ja. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Lutz? Ja. Bist du noch mit der Trompete um den Weihnachtsbaum gerannt? Das ist nackt hinterm Spielmannszug. Ja. Immer nackt hinterm Spiel. Aber die Trommel hing um, ja? Ja. Früher die Trommel, heute der Trommelbauch, so ist das. Kein Abseits, weiter geht's da, das ist die 27. Oh Gott, Buja, ja. Wenn er ein Tor geschossen hätte, hätte ich versucht, den Namen zu sprechen. Da ist er auch so einer. Du. Wie hast du den genannt? Banaskevic. Maxim Banaskevic, glaube ich. Banaskevic, so habe ich ihn genannt. So, weil, warum habe ich ihn so genannt? Weil er so geschrieben wird. Ja, die haben keine Namen auf dem Trikot. Ist dir ja. schon aufgefallen? Keine Namen. Oder sie heißen doch, alle die, Jena. Die heißen alle Jena, wollte ich die Großfamilie sagen, ja. Jena. Das ist so wie die Kelly-Familie. Crosspass rüber. Oh, den hat er wunderbar angenommen. Das muss man wirklich sagen. Ja. Allerdings ist jetzt hier pfiffen worden, ja. War wohl als gefährliches Spiel geahndet. Ne? So wie es ausschaut, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, spielt Kevin Wittke hinten in der rechten Kette. Also 9 Minuten gespielt, 0-0 steht. Mangavic offensiver. Ja. 2 größere Chancen für den OFC. Jena bislang noch nicht vom Tor, aber jetzt vielleicht mit dem Freistoß. Aber mal schauen. Oh, da beraten sie sich, da liebkosen sie förmlich, ja, ich glaub, den Ball. Das ist, so, das zweit. Ist Tim Geißler, der Captain, der da die Hand hebt und ihn mit rechts drehen wird. Jetzt erst einmal Großbetrieb im Offenbacher Strafraum. Da kommt er reingeflogen. Ja. Aber wirklich gefährlich war es nicht. Zum Eckball. Kann ich noch mal einen kleinen technischen Hinweis geben? Wir sehen, dass hin und wieder wir mal ein paar Daten nicht rausbekommen. Wir arbeiten ja heute auch mit Mobilfunk, weil man uns hier kein Internet zur Verfügung stellt. Aber was ich so sehe im Großen und Ganzen, sieht das eigentlich recht durchgehend aus. Sollte es größere Probleme geben, werden wir in der zweiten Halbzeit die Systeme wechseln. Aber jetzt erst mal Eckball Jena. Ja, so sieht's aus. Zapek. Zapek hilft hinten aus und dieser Schuss war ausbaufähig. So, oh, Bigel. Und Mangavic, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht. Er ist natürlich beflügelt durch sein Interview, das er gestern beim Fanradio geben durfte. Das hab ich gesehen. Das waren ja nur 2 Minuten sowas. Deshalb sage ich, das war im Fanshop, dein Patenkind war das. Das war mein Patenkind, okay. Die Laura. Ja, ja. Am Sonntag bist du bestimmt auch am Kickerstag, oder? Ja, wenn sie da ist, bin ich ja, natürlich auch da. Klar. War schon immer mein Traum, in die Familie Kissner einzuheiraten. Oh wei, da musst du hier mit meinem Bruder sprechen, der sitzt nämlich hier neben mir. Das ist seine Tochter. Ja, das ist seine Tochter. Ah ja, da bist du auch noch ein richtiger Onkel, nicht nur ein Patenonkel. Da müssen wir noch verhandeln über den Brautpreis. Also ich hätte jetzt, glaube ich, noch 3 tote Igel im Garten liegen. So geht das Reicht nicht. Das nicht? So geht das nicht. Also schauen wir aufs Spielfeld, da gibt es jetzt einen Kerzeprotzer, anders kann man es nicht nennen. Ja, das ist so, da lag auch ein bisschen Schnee drauf, trotz der Hitze und da nichts. Ich glaube, die machen Hochschießen. Wer am höchsten schießt, bekommt dann mal Der Platz ist klein, aber hoch. Absolut, nach oben gibt es keine Grenzen. Das war ein Missverständnis von Bickel, der da ein bisschen enttäuscht ist, mit Fabi Becker passiert. Ja, und hier haben auch die ersten Grüße. Da schreibt Max Beckmann, gute Lars, gute Lutz und gute Marcel, heute im Sieg. Marcel, hast du schon das Telefonbuch von Hünfeld studiert, fragt er. Ja, und wenn man ihn ruft, schau nur. In Zeiten dieses unsäglichen Mobilfunk, es gibt es ja kaum noch Telefonbücher. Von Hünfeld habe ich noch keines gefunden, aber ich habe das von Fulda dabei. Und da werde ich jetzt alle Kissners vorlesen. Nein. Kissner, oh, Anton, 1, 2, Lutz. Lars, bitte. Wo kam denn der wieder her? Ja, vom Wurststand. Vorhin kaute er noch. Der hat ja ein bisschen Senf aufgepasst. Schön, Zapek, schön rübergelegt. Schulter. Auch. Zieh mal ab, jawohl. Ja, das war die richtige Idee, allerdings war es am Ende dann doch nur ein Gewaltroller. Ja, aber das lag der Rasen ein bisschen zu hoch und nicht nass genug, da kommt sowas. Da hat der Rasen doppelt gewirkt. Die Sonne nochmal so richtig hier ausgeläuft. Ja, herrlicher Sommer. Und wir sitzen schön im Schatten. Ja, das ist allerdings richtig. Das ist heute, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Den ganzen Tag arbeiten, noch hierher donnern durch den ganzen Stau und jetzt hier noch in der Sonne sitzen, da hättest du mich, glaube ich, wegtragen können. Also, jawohl. Was? Ah, da gibt's ein paar Unstimmigkeiten. Dennis Schulte, der beschwert sich da beim Referee. Der ist da überhaupt nicht einverstanden. Sind wir alle nicht. Aber gut. Ich denke, es ist so, dass wir jetzt 12,5 Minuten gespielt haben, auch wenn der OFC am Anfang gleich 2 große Chancen hatte. Finden die Thüringer jetzt doch ein bisschen besser ins Spiel? Absolut. Ohne natürlich vorne irgendwas. Vorne war noch gar nichts bis jetzt. Toi, dass es so bleibt. Also alle Versuche wurden bisher von der Abwehr gut bereitet. Oh. Ja, Schirmer faul. Schulter umgeworfen. Zimmermann, Marc Zimmermann den war das. Schulter musste erst mal umwerfen. Den musst du umwerfen, das ist richtig. Ich glaube, mit dem hätte ich, glaube ich, Blickkontakt.
Viel kleiner als ich es denn nicht. Sympathischer Bursche übrigens. Ich habe ihn ja gestern so mal persönlich kennengelernt. Also soweit ich die einschätzen kann bisher, weil ich mal mitbekommen habe, sind das, glaube ich, alles wirklich sympathische Kerle. Aber es sind auch Typen dabei. Es sind auch diesmal... Wir sind aber in ihn reingelaufen. Ei, ei, ei. Also man merkt, dass es um die... Sportkamerad Eismann, der Sören da unten, er fiel. Und der Schiri pfiff. Also da war jetzt... ein bisschen Hitzigkeit im Spiel. Aber es geht halt um die Plätze, um die Aufstellung, also ja, um die Stammplätze. Und um den Hünfelder Rhön-Pokal. Sprudelcup. Auch Sprudelcup, ja. Also Fabi Becker. Na, aber mal schauen. Wunderbarer Zappe. Pass auf Zabek. Und jetzt muss er schon. Sonderschlag. Das war die dritte Großmöglichkeit für den OFC. Oh, 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 oh. Also, wenn man dem OFC ja etwas anmerken kann, dann, dass er nicht die Chancen reinmacht. Denn drei Chancen innerhalb von 14 Minuten kriegt man nicht so oft. Ich glaube, da hat eben in dem Bruchteil einer Sekunde hat er gesehen, wie der Torwart erst raus, dann zurück. Und dann wollte er irgendwie, glaube ich, drüber heben. Hat ein bisschen verschrumpft passiert in dem Bewegungsablauf. Also, das sieht alles in allem ganz gut aus. Aber es sieht gut aus. Die Chance, du musst sie haben. Ja. Das war ein schöner, schöner Spielzug vorher. Vor allem, das war ein Zuckerpässchen. Ja, absolut, absolut. Von wem kam der? Ich glaube, Fabi Becker hat ihn sogar in Szene gesetzt. Ist auch der auffälligste Akteur, glaube ich. Ja, Foulspiel, da wird er auch gefoult. Von der 15, das ist Riemer, Marco. Ich meine, hätte ihn wie einst der Kaiser mit dem Außenriss, hätte ihn so drüber gezwirbelt, ne? Das war ein Kaiser-Franz-Gedächtnispass, das ist richtig. Ja. Jetzt steht Zappek aber ein bisschen im Abseits. Wenn jetzt der Ball auf ihn kommt, wird das Fähnchen in die Höhe gehen. So, Monika, Giuliana Monika. Also, Dennis Schulte. Hier dabei. Aber bis jetzt ein durchaus ansehnlicher Test, muss ich sagen. Das ist halt wirklich unsere Augenhöhe, unsere Liga. Aber dafür aus dem Nordosten ist Rasenballsport Leipzig aufgestiegen. Also das ist auch eine Aufsteigerliga. Oh, was war denn das? Bitter, bitter Fehler. Ja, was hat der denn da gemacht? Und jetzt gibt es keine Elfmeter. Also das war jetzt am Ende ein Gestolper. Ei, ei, ei. Aber das war schon ein katastrophaler Rückpass. Von wem kam der? Ich glaube, kam auch von Schulte, ne? Der kam von Schulte, ja. Kam von Schulte, also der... Der war ausbaufähig, der muss entweder ganz woanders landen, der Ball, oder er muss so fest sein, dass da kein Stürmer der Welt... Das war ja wie ein Steilpass. Ein bisschen übermotiviert. Ich weiß es nicht, aber gut, eben, das war... Er war jetzt an allen hitzigen Szenen beteiligt. Gut, das ist sein Ex-Verein. Und das war... Ist sein Ex-Verein. Das ist sein Ex-Verein. Das würde auch diese Übermotiviertheit erklären. Absolut. Absolut. So, jetzt kommt erstmal zweite Ecke. Jena rausgeköpft. Marcel Wilke war das. Nee, für uns. Ich habe eben mal geguckt, was ich so, da ist er. Der Dennis Schulte. Das ist der Nachteil, ja. Jasula, Schulte, Jasula. Ja. Das ist er mit Namen, mit Nummer. Ich weiß nicht, wir wissen es jetzt wirklich nicht offiziell, wie gesagt. Ja, aber schöner Wechsel jetzt. Gibt es noch keine Verpflichtung. Auf Wittke, der erst einmal losgesprintet. Jetzt zieht man da innen rein, halb rechts. Dann geht es in die zentrale Position, wieder rausgespielt auf rechts. Ja, jetzt vielleicht nochmal der Wechsel rüber auf links. Da haben wir ihn, Dennis Schulte. Kam ja von Carl Zeiss Jena. Im Zusammenspiel mit Becker. Das ist Kiasula, das ist er. Also ja, wie gesagt, er hat einen Namen, er hat eine Nummer, aber noch nicht offiziell bekannt gegeben, ob er denn verpflichtet wurde. Das war schön gemacht von Jena erstmal. Die Nummer 27, das ist Gerlach. Nicht nee, schön, ist wieder. Der macht von Bickel, der hat dort aufgepasst. Einfach das Ding vom Schlappen abseits genommen. Und jetzt wird Zabek, halber Meter, aber das halber Meter. Völlig korrekt. Völlig korrekt. Ja. Ja, brennt nichts an. Aber das musst du machen, du musst an dieser Schnittstelle stehen da als Stürmer, das ist nun mal so. Hopp oder top, manchmal klappt es, manchmal halt nicht. Ja, an dieser Stelle auch alle lieben und herzlichen Grüße an alle Fans von Carl Zeiss Jena, die heute auch mit bei uns in der Sendung sind. Wir, ja, für uns, für unsere Fans ist das selbstverständlich, wir übertragen alle Testspiele und alle auch mit ein bisschen WebTV-Bild. Und ansonsten kann ich euch sagen, eure Mannschaft hat jetzt ein bisschen besser ins Spiel gefunden, aber die ganz klare Chancenhoheit liegt beim OFC. Nach wie vor. Und von euren Fans etwas weniger als die Hälfte, aber immerhin noch ein guter Anhang hier so 75, 80 Jena. Wieder. Oh, wow. Nein,
Das war gar nichts. Nein, das war leicht wie eine Feder, flog er. Bigel, schwarz, schön gemacht, aber sofort gedoppelt. Da haben sie aufgepasst, die Jena. Wer ist das da? Die Nummer 20, das ist Marcel Schlosser gewesen. Oh, das ist hier mit der linken Seite, das gefällt mir nicht so sehr. Das gefällt mir alles nicht so sehr. Unsere linke Abwehrseite ist zu offen. Alle gefährlichen Aktionen kommen hier über die rechte Angriffsseite der Jena und das ist nichts, was mir gefällt. Aber vielleicht ist es wirklich das Übermotivierte. Zu viel zeigen wollen, zu viel machen und da machst du meistens auch zu viel Fehler. So, Jena Nummer 6, schauen wir mal. Eismann, Sören Eismann beim Einwurf. Eismann wäre nicht schlecht, wenn jetzt der Eismann käme und ein Eis verkaufen würde. Oh, oh. Kevin Wittke, rechter Verteidiger. Das ist so. Hat er ja gesagt, kann er auch schon spielen, hat er auch schon gespielt. Ich glaube, rein kopfballtechnisch ist unsere Innenverteidigung ganz gut aufgestellt da. Mit Modica und mit Wilke. Überhaupt finde ich, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Ja. Der Ringer hat da ganze Arbeit geleistet. Absolut, sage ich auch mal. Vor 3 Wochen hatten wir, glaube ich, nur 4, 5 Nachwuchsspieler. Ja. Und jetzt haben wir da einen richtigen Kader zusammen. Und das kann man und muss man auch pfeifen, denn da war Zabek am Fuß geblieben. Nee, wir sind auch gut, wir sind auch flexibel aufgestellt. Das ist wirklich so. Ich hätte jetzt heute gedacht, dass vielleicht Magavic hinten rechts spielt, aber nein, Wittke spielt hinten rechts. Und Magavic in der rechten Offensive. Also gute Sache das. Wir also, sind flexibel. Die Thüringer spielen zunächst einmal hinten rum. Ja, dann kommt das Leder hier wieder auf rechts. Das ist Pessolat. Nee, Pessolat. Das ist ein SZ. Pessolat. Ich meine, Pessolat. Es ist ein SZ. Pessolat. Ja, das ist für uns nicht ganz so einfach, weil das hier handschriftlich und schlecht kopiert vorliegt. Ja. Nicht wie sonst schick ausgedruckt. Also, wenn wir es falsch sagen, seht es uns nach. Das ist manchmal ganz, ganz schwer, hier Namen zu lesen. Zum Beispiel den Banaskiewicz. Aber auf den einigen wir uns irgendwie, dass es das heißen könnte. Aber im Chat wird gerade gefragt, warum die so rumschreien. Es ist doch nur ein Freundschaftsspiel. Aber das ist in der Tat so. Hier geht's schon richtig zur Sache. Also nein, das ist das ist kein Freundschaftsspiel. Nein, das ist ein Testspiel. Das Abschlusstestspiel ist das. Das ist quasi die Generalprobe. Generalprobe. Genau so ist es. Das ist auch für Jena. Jena spielt ja auch nicht erst im September Liga. Und da entsprechend geht es hier zur Sache und das ist auch gut so. Das ist fair, das ist jetzt nicht nicklig oder sowas, aber es ist auch nicht irgendein Begleitgeschiebe. Nee, das ist auch gut so. Und die Temperaturen sind natürlich hier knackig. Die Sonne seht ihr ja selber, die knallt ordentlich auf den Platz. Also das ist schon nochmal ein Test. Das ist schon nochmal ein richtiger Test. Aber bisher, wenn ich mal auf meine Öhrchen schaue, 20 Minuten gespielt, 21 Minuten gespielt. Das ist eine ganz ordentliche Nummer. 3 große Chancen, OFC. Latte, Fabi Becker gleich noch eine Minute. Kurz danach, schöne Flanke, Mangafic. Becker kommt zu kurz. Und dann nochmal Becker setzt Zabek ins Spiel und der scheitert dann doch. Er wollte, glaube ich, einen Heber machen, hat den Ball nicht wirklich erwischt und schiebt ihn dann am Tor vorbei. Der Fairness halber müssen wir aber schon auch sagen, dass es eine Möglichkeit für das Jena gab, absolut, die allerdings vom OFC selbst eingeleitet wurde durch einen katastrophalen Pass vom Ex-Jenenser. Ja. Das ist so. Und ganz ehrlich, da haben wir, ich weiß es nicht, wenn ich die Zeitlupe nochmal sehe, vielleicht haben wir hier und da Glück gehabt, dass er keinen Elfer pfeift. Guck mal, jetzt kommen gerade die Zeitlupen aus allen Richtungen. Aus allen Richtungen da kommen die Zeitlupen. Von rechts, von links, von oben, von unten. Ah ja, da siehst du schon. Ja, genau. Hier kann man es genau sehen. War schon Elfmeter. Ja. Ich glaube, da war der eine, wenn er da gepfiffen hätte, hätte sich erstmal keiner beschweren dürfen. Das war schon sehr kernig, wie es da zur Sache ging im Strafraum. Aber egal, es steht 0-0. Ausgeglichenes Spiel insgesamt. Nicht schlecht anzuschauen. Es geht schön zur Sache. Ja, und er sagt, es und ist es laut. Geht laut zur Sache. Laut. Das hört ihr zum einen hier auf der Tribüne. Ja. Aber das meiste, das kommt hier tatsächlich vom Feld. Feld. Absolut. Denn hier wird mächtig, aber so muss das sein. Ja. Und als ich da diese 3 Stunden beim Training stand, unbeabsichtigt sozusagen, da ging es ähnlich laut zur Sache. Und da sagte dann auch so einer, wow, was ist hier los, dass die alle so rumschreien beim Training. Ne? Und da sieht man, es geht jetzt wirklich in die finale Phase, in die entscheidende Phase. Und ich hier will bin jeder heiß wie Frittenfett. Ja. Nicht nur auf Koblenz, auch auf Worms. Auch auf Worms. Auch auf Worms. Ihr Lieben, alle, die irgendwie die Füße hochkriegen, kommt gegen Worms ins Stadion. Mehr sage ich nicht.
Da sollten wir schon eine erste Hausnummer setzen. Nur wer das wirklich nicht kann, wer krankheitsbedingt fehlen muss, oder wer darf denn Radio schauen und hören? Darf, ja, dann nur, obwohl, wir könnten ja den Block einblenden, oder? Abseits. Oh, abseits. Daniel Endres. Vorher schon gerungen, Waffenabseits. Hier, machen wir das Fan, den Fanblock gegen Worms übertragen? Das wäre doch eine Sache, wenn das erlaubt ist. Können wir machen und wir können das mal probieren. Einfach mal testen, oder? Ob das gerade in Worms so schlau ist. Gegen Worms? Ja, also das ist ja zu Hause. Zu Hause, ja, logisch. Das können wir machen. Zu Hause können wir das machen. Weil da haben wir nämlich sicheres und gutes Internet. Und absolut. Da laufen wir nicht Gefahr, dass dort Mannheimer Vögel um uns herumschwirren. Naja, in Worms ist das schon der Fall. Das kann sehr, aber nee, bei uns nicht. Bei uns, wir sind ja sicher. Also. Okay. Also, dann wollen wir das mal probieren. Auf das Geheiß von Lutz Kammermeier werden wir den Fanblock haben. Sehr, sehr fair für Leute. Machst du das technisch möglich? Ich beauftrage dich, das technisch möglich zu machen. Danke, du bist ja so gut zu mir. Ich gebe alles, solange es ein anderer tut. Ja. Fabi Becker, der hat schon zwei richtig gute Szenen gehabt. Hier unten ist er links im Bild, jetzt mal hinter sich nach vorne. Und man kann es gar nicht so richtig ausmachen, Lutz. Wer denn jetzt den klassischen Mittelstürmer spielt? Mal ist da Zapek auf der Position, mal ist dort Becker. Also irgendwie rotieren sie so ein bisschen, aber ich glaube, Zapek ist schon die Spitze vorne. Ja, aber das nennt man, keiner. Einer von beiden. Also immer wie gesagt, wie du es sagst, dass einmal Fabi Becker mehr links, mal Zapek mehr links. Zapek hat ja auch gesagt, er ist so beides. Vorne der Stoßstürmer, aber auch einer, der mehr so von links kommt. Von daher, insgesamt fällt mir es gut. Also knapp 25 Minuten gespielt. Für die jetzt erst einschalten, die jetzt erst von der Arbeit kommen, sagen wir nochmal, wie der OFC spielt. Daniel Endres ist im Tor, Marcel Wilke ist mit dabei, Dennis Schulte, Dennis Mangafic, Giuliano Modica, Matze Schwarz, der Blackie also, Kevin Wittke, Jan Bickel, Klaus Kiasula, Christian Zapek und Fabi Becker. Das ist die erste Elf. Und ja, die Frage war, was ist denn mit Kiasula? Wir glauben, dass er jetzt verpflichtet ist. Wir glauben, dass, weil Lutz... Er hat einen Namen auf dem Erden. Trikotnummer, er hat den Namen drauf, aber offiziell wurde es noch nicht bestätigt. Also. Wir haben extra nachgefragt. Ist halt so. Vielleicht soll es auch nur bei diesem Spiel heute einheitlich aussehen, aber komisch ist es schon, dass er halt dann doch wieder mitspielt, auch in der Startelf da mitspielt. Ja, taktisch sind wir auf jeden Fall aufgestellt. Klar, Endres im Tor, dann haben wir hinten die Abwehrkette von rechts nach links mit Kevin Wittke, mit der rechte Glied ist der Marcel Wilke, dann kommt der Giuliano Modica und links ist Dennis Schulte in der Kette. Dann haben wir das Mittelfeld mit Bigel, mit Giasula, mit Schwarz und mit Mangafic und vorne haben wir Zabek und Becker. Erste Mal. Ja, jetzt kommen die ersten Grüße aus Jena hier im Chat. Der Marbeer schreibt, der Wolte 84 schreibt, Servus und Grüße aus Jena, die erwidern wir gerne. Absolut, Grüße nach Thüringen, Grüße zurück, schön, dass ihr da seid. Und so seid ihr auch mit live dabei beim Testspiel. Denn ein Freundschaftsspiel ist es nicht, auch wenn es ja recht freundschaftlich vereinbart wurde. Ja. So geht es hier ganz normalerweise, ja, recht, ich will nicht sagen ruppig, aber schon mit dem nötigen Ernst. Das geht mit dem nötigen Ernst. Nee, ist nicht. Und es ist auch ein sehr hohes Tempo für die Hitze noch. Ja, es ist völlig in Ordnung. Gut anzusehen, das Spiel. Das ist so. Also man merkt schon, dass es jetzt bald losgeht, aber es ist auch gut so, dass man das sieht. Und mir ist jeder harte Test, den wir notfalls sogar verlieren, tausendmal über. Der ist weg, den sehen wir nie wieder. Ja, also jetzt hat auch unser Kamerateam ausgewechselt für Peter Dietz. Jetzt neu an der Kamera, Yannick Dietz. Ja, und ich vermisse eigentlich jetzt hier den Applaus, aber gut. Ein Applaus. Da war er, der Applaus für Yannick Dietz. So, jetzt ist das Leder wieder im Feld und das Ganze auch vorm Offenbacher Strafraum. Da versucht man sich, aber das... könnte jetzt gefährlich werden. Oh, Nachschussmöglichkeit, aber da wirft sich erst einmal Wittke dazwischen. Ich glaube, das war Andes Schala mit der 7, der da um ein Haar Giasula übersprungen hätte. Also hat ihn ja übersprungen, aber auch noch düpiert hätte, aber dann kam er doch nicht mehr richtig an den Ball. Ja, Jena setzt sich jetzt ein wenig fest vor unserem Tor. Also heute könnten wir zum Beispiel auch ein paar Grüße übermitteln. Heute sind wir technisch dazu in der Lage. Hier passt das sehr, sehr gut. fanradio@ofc.de, da werden wir eure Grüße mit über den Sender geben. Immer, vorausgesetzt, kurz und knackig müssen sie sein. Ja. Grüße meine Oma zum Beispiel. Das ist super. Das schafft der Lars gerade noch so. Dann der Name Oma Trude zum Beispiel vom Enkel Fritzi. Das wäre so der ideale Gruß. Meinst du, das kriege ich noch hin? Die Frage ist halt, ob Oma Trude Fanradio guckt.
ganz sicher, wer guckt nicht Fanradio? Der müsste ja vollkommen war. Out sein. Auch wieder wahr. Auch wieder immer wahr. Das schnellste Medium rund um Kickers-Offenbach. Warum? Schneller als live geht nicht. Nein, das ist so. Obwohl, eines ist ja auch so, wir haben ja immer gesagt, wir sind das schnellste Medium, auch was unser Web-TV angeht. Das heißt, wir berichten immer als Erste über unsere Neuzugänge. Und da haben wir ja dieses Jahr auch eine Neuheit. Denn wir haben ja schon sozusagen alle Neuzugänge porträtiert, ja. Bevor sie überhaupt verpflichtet alles, wurden. Ja zum nämlich hier mit am Mikrofon, ja. Während des Live-Spiels. Also, ich glaube, wenn man alle Neuzugangsvorstellungen aneinander schneidet, kommt man auf eine Spielfilmlänge länger als Ben Hur. Ja. Jetzt Zabek dort von dem Zweikampf, aber das haben die Thüringer gut gemacht. Erst einmal geklärt, dort hinten zurückgespielt auf Stefan Schmidt. Justin Gerlach war das, der da per Kopf geklärt hat, mit der 21 in der Jenaer Abwehr. Vor dem Tor steht Stefan Schmidt. Hier mehrere Schmidts. Wir haben einen Stefan Schmidt und da unten ist noch ein Schmidt. Ein Tino. Tino Schmidt ist noch auf der Bank. Der Schmidt-Clan ist das sozusagen. Oh, jetzt ein Anschlag hier auf den Jena Fanblock. Da sitzt der Herbie, das ist nicht nur Jena. Ja, das sitzt da auch. Gemischt. Das ist ja alles bunt gemischt und alles sehr, sehr friedlich. Ja. Rechts neben uns sitzen die ganzen Einwechselspieler. Ja, alles sehr lustig. Aber das Spiel ist okay. Was haben wir gemacht? Bis jetzt knapp eine halbe Stunde, oder? Ist schon rum? Ja, halbe Stunde ist rum. Ja. 0-0, Chancen plus OFC, wobei Jena aufgeholt hat in Sachen Chancen. Aber der Lattenschuss in der ersten Minute von Fabi Becker allein schon wiegt schwer. Weil also in den ersten 14 Minuten gleich drei Großchancen für den OFC. Ja. Und ja, in den letzten 15 Minuten geht es relativ hin und her. Also... Es ist so warm, wie ihr glaubt, dass es aussieht. Es ist wirklich, das müsste so um die 30 Grad müssten wir haben. Und ihr seht ja, die Sonne knallt, aber direkt der Mann auf den Platz. Seht ihr? Zabek wird dort gesucht und gefunden. Hat er mit seinem ganzen Körper. Schenke nach von Becker. Da wird er abgeschirmt, aber das ist schon in Ordnung. Direktspielversuch, oder? Schmidt hat die Kugel nicht nur abgefangen, sondern auch schon abgeworfen. Auf Eismann. Den habe ich jetzt gelernt. Der steht ganz unten hier. Sören Eismann. Wir hätten das doch mal nach Nummern sortieren können. Nein. Der ist vielleicht kurz vor Schluss erst. Nee, vielleicht. In die Kader gerutscht, mein Schatz. Richtig, komm, lass den Eismann nochmal spielen. Ich habe es ja immer gern, wenn der Eismann kommt. Ich auch. Ich hätte gerne Vanille und Banane. Ich hätte gerne Vanille und Erdbeer, rot-weiß. Ein OFC-Eis. Was gibt's denn jetzt? Also auswechseln. Was? Ja, ich weiß nicht warum. Ja, 27, das ist Manaskiewicz. Der muss wohl raus. Also ich sag mal, ja, der muss raus. In einer halben Stunde schon. Ja, aber ich weiß nicht genau, was da ist. Also das sieht gar nicht so sehr nach Verletzung aus, oder? Nee, oder ja, obwohl doch, das hat ja keiner fertig gemacht, doch. Doch, jetzt kommt dort einer. Kommt die 23, das wird... Oh je. Oh, Tovanariga. Junior, wir nennen ihn Junior. Alle Jena werden wissen, wer Junior ist. Ja, also, warum jetzt die Auswechslung kam, das haben wir noch nicht so ganz gesehen. Verletzt, weil sonst wäre der andere ja schon fertig gewesen. Also wenn das ein taktisch geplantes Ding wäre, dann wäre der ja schon längst... Nee, der wird irgendeine Verletzung haben oder irgendein einem Anzug. Also, er spürt einen Zwicken. Also, wünschen wir ihm gute Besserung. Das auf jeden Fall. Und das natürlich wünschen wir auch Carl Zeiss samt allen Fans einen guten Saisonstart, eine gute Platzierung. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwann auch mal wieder in höheren Gefilden. Vielleicht hört ihr bald mal wieder Fanradio OFC, aber ihr könnt kein Bild sehen. Das würde ja heißen, dass wir in der dritten Liga gegeneinander spielen. Ja. Daniel Endres hat erst einmal die Kugel abgeworfen. Knapp 32 Minuten gespielt. Mangavic, der nimmt ganz schön Fahrt auf. Ja, und als dann der zweite kam, da war es dann doch zu viel. Auch für den gelb-schwarzen Schiri, der jetzt hier den Burschen Kristic, Philipp Kristic, den pfeift er zu sich. Die drei? Ja, ganz klarer Fall. Lars hat und Ahnung der gehabt. Bekommt gelb. Das haben meine Augen doch klar gesehen. Schau, guck. So, jetzt haben sie gewechselt. Jena, also Junior. Ich weiß nicht, wie das jetzt gelaufen ist, aber Theodor Sodiadis, der musste jetzt runter. Ob Rico ihn angerufen hat, weil er saß ja hier auf der Tribüne, wie er das gemacht hat, keine Ahnung, aber der muss sich jetzt warm machen. Der muss sich warm machen. Der legt sich jetzt ein bisschen in die Sonne. Der muss sich jetzt warm anziehen. Möglicherweise wird er früh wechseln. Und zwar jetzt erst einmal die Flanke rein in den Strafraum. Abseits.
was du wieder gesehen hast, Lutz. Ich habe gesehen, dass der Liri die Fahne hebt, und das ist dann meistens bei so einem Ball abseits. Hoppalapapp. Ich selbst habe es gar nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass der gewunken hat. Und in, sage ich mal, 99 von 100 Fällen folgt ja der Schiri seinem Liri. Nee, wir haben die 32. Spielminute. Da hast du dich ein bisschen verzockt. Ja. Toru Nariga, sagt er. Toru Nariga Junior. Junior, wir nennen ihn mal Junior. Toru Nariga, na gut, ja, dann heißt also, es wirkt so, als wäre er vorne ein Sturmtank. Da treibt er sich auch rum. Also, Carl Zeiss, jetzt über links mit dem schönen öffnenden Pass. Dann kommt er in die Mitte rein, gefährlich, aber dann ja, steht dort hinten die Innenverteidigung sicher. Und Mangavic unheimlich quirlig und auch schneller auf der rechten Seite. Jetzt aber erst einmal, ja, wird hier Wittke zu Fall gebracht. Aber vorher schon, war vorher ein Foul, dass er jetzt pfeift. Eidiwei. Eidiwei. Also der Wolte 84, das ist ja ein Fan von Carl Zeiss Jena, der schreibt, Banaskevic bleibt verletzungsbedingt draußen. Der Gewinner der Vorbereitung hat offenbar Knieprobleme. Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist. Oh je. Da schließen wir uns natürlich an. Natürlich, so stand es ja. im Ticker vom FCC. Okay, also okay. Ein Ticker haben sie, ein Fanradio haben sie auch, aber die sind heute nicht dabei. Deswegen machen wir das für alle mit. Muss ja verletzen, weil wie gesagt, sonst wäre der andere ja schon fertig gewesen. Also das ist ja... Ich sage mal so, jeder Kreisliga-Verein hat erst seinen Einwechselspieler parat, bevor er irgendeinen vom Feld nimmt. Der ist ja vom Feld gelaufen, so irgendwie, ja Gott, Und der andere war noch nicht mal umgezogen, also von daher war klar. Da kann ich auch gerade mal den Kollegen Andreas Trautmann grüßen. Das ist der Pressesprecher von Carl Zeiss Jena und auch der Hauptverantwortliche für das Fanradio. Insofern sind wir ja Kollegen. Er ist aber nicht mit Bernd Trautmann verwandt. Ich habe ihn zumindest informiert darüber, dass wir das machen. Und er hat mir auch hoch und heilig versprochen, dass er, und er hätte es eigentlich nicht mir versprechen müssen, sondern seinen Fans, dass die Meldung über den Ticker geht, dass also wir live übertragen, sodass ja auch die Jena-Fans hier mitschauen können. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Aber warum sollte er das seinen Fans vorenthalten? Theodosiadis scheint ins Spiel gekommen zu sein. Da ist er im Spiel, ja, Lutz. Und jetzt die große Frage, während ich hier rede, musst du aufpassen. Wer ist denn draußen? Ben Schulter, wer denn sonst? Ja, und vielleicht wurde er geschont, weil er ein bisschen übermotiviert war, oder? Er sagt jetzt verletzungsbedingt. Also er hat hier mal einen Schlag abbekommen. Ei, ei, ei. Ja, ein Becker ist nur schwer zu stoppen. Theo? Oh, ja, 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 jetzt aufpassen, Wilke, aufpassen. Ja, ja, da spielt er zurück. Der Sachse aus Chemnitz kommt da. Daniel Endres, der macht das aber gut. Weiter Abschlag, mit dem Kopf zwar verlängert, aber da ist niemand, sage ich, und strafe mich lügen, denn Zapek, der war zumindest da, auch wenn er ins siebte Stockwerk schießt. Aber es ist der Versuch direkt, er hat gesehen, dass da hinten der Stefan Schmidt wieder ein paar Meter, was er ja muss, ein bisschen vor seinem Tor steht, und dann hat er einfach mal versucht direkt. Ja. Warum denn nicht? Wer nicht schießt, wird niemals treffen. Wenn ich schieße, ist Offenbacher, oder wie heißt das? Oder hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ja, ein großer Philosoph. Ja. Andi Bremer? Ja. 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 Aber er hatte damals in Rom, nach wie lang, 82 Minuten, keine Scheiße am Schuh. Da hat es wieder gescheppert, da hat Giuliano Modica mal zugelangt. Und jetzt kommt er bei. Ja, Herr Modica, bitte zu mir. Er steht wieder auf. Also ja klar, es wird weitergehen. Das war dann doch nicht ganz so. Bitte zu mir. Scharfer Verweis. Und weiter geht's. Weiter geht's mit Freistoß. Was macht er denn jetzt? Jetzt geht er hier zu Rico Schmidt. Ja, der will den Ball nicht rausrücken. Der will den Ball nicht rausrücken. Ah, nee. Der gibt ihm was zu trinken. Nee, schöne Geste jetzt. Rico Schmidt gibt dem Jenenser, in dem Fall ist es Tim oder Tom Geisler? Tom Geisler, ja. Tom Geisler. Was zu trinken. Ja. Also er gibt ihm was zu trinken. Das war das Abführmittel, was er eigentlich... Das weiß er noch nicht. Jetzt aber erst einmal Carl Zeiss gefährlich. Ja. Und Zapek, gut gemacht hat er das. Jetzt muss schnell überbrückt werden. Theo wird hier in die Mangel genommen. Mangavic war das. Eieieiei. Als geht's schon ein bisschen ruppig zur Sache. Ah. So, jetzt kriegt Giuliano Modica gelb. Ja, der ist heiß wie Frittenfett. Jetzt kriegt er gelb. Und es ist ja, hat er mir erklärt, ein italienischer Argentinier. Ja. Und das haben wir jetzt gesehen. Oh. Also da geht ein bisschen wie mit ihm im Champions-League-Finale kriegt er die gelbe Karte gezeigt. Man könnte fast glauben, hier geht es wirklich ums Champions-League-Endspiel. Aber gut.
Was, der andere wird nur ermahnt oder was? Scharf ermahnt? Ja, gut, er hat auch nicht gestummt. Ah, ja, das passt schon, das geht schon in Ordnung. Der Giuliano hat sich jetzt den Finger auf die Lippen gelegt, sagt, jetzt bin ich ruhig. Ja, jetzt bin ich brav, jetzt wird nur noch umgehauen und es wird ja nicht geahndet. So. Ja. So, weiter geht's. Weiter geht's, es ist ruhig geworden. Wilke, der will nicht so richtig, der Wilke. Ist ja auch warm, ist ja auch warm. Denn der Ball ist längst freigegeben und irgendwann muss man dann auch wirklich spielen. Jetzt hat er das gemacht, ja, was macht denn Zapek da? Naja, immerhin, mal öffnen. Er öffnet hier das Spiel damit und dann zieht er auch vorne rein. Aber das ist kein Problem für Stefan Schmidt, dem Schlussmann der Thüringer. Obwohl, du weißt gar nicht, vielleicht war das für ihn jetzt eine Riesenmühe. Ich hatte gerade auf der Herfahrt ein Telefonat mit einem Erfurter. Ehrlich? Und da habe ich ihm gesagt, also der Stolz Thürings ist doch ganz klar Carl Zeiss Jena. Das fand er wenig witzig. Ist das so? Ich habe es zumindest so gesagt. Ja, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich ja mal in Jena mal in der Halbzeit geprügelt wurde. Auf dem Klo, ich war ja Klo, wurde genau. Mir so erzählt. Weil der OFC hat ja oft in Jena gewonnen. Ja. Und da auch, das war bei unserer letzten Begegnung. Und in der Halbzeit fand man das nicht so lustig, dass ich da mit meinem OFC-Fanradio-Hemd rumgelaufen bin. Halt, passiert halt mal. Hey, diese Rückpässe, ihr Leute, ihr Leute. Kevin Wittke. 39 Minuten gespielt, 0-0 steht's. Der OFC, der hat losgelegt wie die Feuerwehr. Ja. Drei Großchancen allein in den ersten 14 Minuten. Danach, ja, ging's etwas ausgeglichener zur Sache. Alles in allem ein kampfbetontes Spiel und auch sehr tempobetont. Nicht überunfair, aber es gibt schon so ein paar Ruppigkeiten, ganz klar auf beiden das Seiten. Das ist normale Zweikampfführung in der Regionalliga. Ja. Das ist so. Das ist jetzt hier nicht irgendein ein weißes Ballett, das aufeinander trifft, so, sondern das ist schon kerniger Oldschool-Fußball, der hier gespielt wird. Was ich persönlich aber sehr gut finde. Mir gefällt das so. Also Micha Mosch, unser Kickerstalker, der belustigt hier wieder das Volk. Und ich weiß nicht. Er macht die Spieler heiß. Er macht die Spieler heiß. Jetzt legt er sich mit uns noch an. Ah ja, hier geht es schon wirklich zur Sache. Also, Wickel im Zweikampf. Ja, dann ist er vielleicht durch, aber abseits gepfiffen. Tja. Ich glaube, das geht okay. Ich stehe hier unten, es fliegen abgebrochene Plastikbecher und mein Kollege Lars Kissner ist da oben umgeben vom Offenbacher Mob. Ja, ja, das ich mache mir Sorgen. Meine größte Sorge gilt meinem Kollegen Dirk Schmidt, der dort oben inmitten der wilden Horden Offenbacher Fans ausharren muss. Das war original Werner Damm damals im Aufstiegsspiel in Mannheim. Ja. Dazu muss man wissen, dass ich dort oben bei Dirk Schmidt gestanden bin. Wir haben uns bestens amüsiert. Ja. Er war auch der Einzige, der Licht hatte da oben. Ja. Seine Funzel oben, die brannte. Und gegenüber auf der Haupttribüne, da brannte da oben auch so ein Neonlicht. Also insofern tritt auch Werner Damm ein in den Club der großen Philosophen. Natürlich, sowieso. Ja. Also da hätte auch unser Freund Marcel Reich-Ranitzky viel Spaß an ihm, denke ich. Jetzt erst Lars Rohling, ruf ihn doch nicht bei. Nee. Er kaut unten auf seiner Wurst herum. Ruf ihn ja auch nicht. So. Theodosiadis. Er bereitet sich schon auf die Halbzeit vor. Ja, 35, sowas ist er gekommen für Dennis Schulte. Er mag was abbekommen haben, das mag sein, aber er hatte auch zwei, drei schwere Wackler drin, wo man sagen muss, möglicherweise übermotiviert, weil er kommt ja aus Jena. Können wir so nicht sagen, aber jetzt ist hier zumindest die linke Seite, erscheint mir etwas dichter, obwohl es Jena immer wieder hier rüber hat er fast die Fußspitze noch dran gehabt. Also das da lobe ich gerade noch die Defensive so und schon packt Jena eine Chance aus. Das war eine große Chance. Ja, ja, wenn der da richtig, wie sagt man neudeutsch, antizipiert, ja, dann rutscht er eine Sekunde früher und macht das Ding. Nee, keine Wurst, aber warte mal, ich gucke jetzt mal. Gute Güte, was haben wir gespielt? 1:42 Minute jetzt, also wir sind kurz vor der Halbzeit. Die eine oder andere Bier, Wasser oder Apfelschorle, irgendwas in der Art. Kein Bier, weil ich habe gearbeitet, alles gefahren, ich muss ja wieder zurückfahren. So, also, gleich ist Halbzeit, drei Minuten sind noch ungefähr zu spielen. Da steigt Zapek nochmal hoch. Und ja, weißt macht du übrigens, Theodosiadis, schön weggedrückt.
der FC Carl Zeiss, weißt du das, dass die ja direkt aus dem Paradies kommen? Nein. Ja, wenn du zum Beispiel deren Website betrittst, dann wirst du sehen, alles kommt aus dem Paradies. Warum? Das Ernst-Appel-Sportfeld liegt in der Straße Paradies. Das heißt im Paradies. Ehrlich, im Paradies? Okay. Ja, und deswegen sprechen die immer davon, alles kommt aus dem Paradies. Ja. Paradiesische Zustände in Jena. Ja, muss man. Obwohl die auch schon bessere Zustände gesehen haben, wie wir. Viele Vereine haben das. Aber das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Hauptsache, man ist noch da und man ist präsent und man spielt Fußball und vor allen Dingen als Fan, man steht weiter zu seinem Verein. Absolut. Scheißegal, welche Liga. Sieg oder Spielabbruch. Ja, ich fürchte fast, er macht sich heute noch nackig. Ja, er wird den Diver machen, ja. Nackend. Aber Michael Mosch. Auf dem verbrannten Stück und wird sich ein paar Brandblasen rutschen. Ei, ei, ei. Jetzt erst einmal Wittke, dort vorne auf der rechten Seite allein auf weiter Flur unterwegs. Also wenn die Spieler heute in die Kabine gehen, dann müssen sie ja diesen endlosen Berg wieder hochgehen. Da ist ja schon alleine das in die Kabine gehen, ist ja schon brutal. Weil das ist hier so, da liegt das Kabinengebäude, liegt da oben, diesen Berg hoch. Das müsste, oder meinst du, hier in der Haupttribüne ist auch noch was? Wo? Da oben. So, ich glaube, ja, da müssen die diesen endlos langen Berg hochgehen. Das wird anstrengend. Ja, deswegen kommen ja die Mannschaften dann auch nicht wieder zurück. Deswegen muss komplett neu ausgewechselt werden, weil die dann kaputt sind. Die sind platt. Die müssen dann sofort. Jetzt erst einmal der Wolf 10 mit gefährlichem Kombinationsspiel. Ja, links rüber auf Theo, aber das ist zu weit für Theo. Den hätte nicht bei Icher laufen. Nein, das ist mir aber auffallen, der Jasula hat den einen oder anderen Pass drin, der nicht ganz so blitzsauber war, der ausbaufähig war. Vom Timing her war da durchaus noch Luft nach oben. Und vom Feeling her hatte ich kein gutes Gefühl. Nein. Wo wir schon bei großen Philosophen sind. Wir dürfen keinen Sand in den Kopf stecken. Ja. Keinen Kopf in den Sand stecken. Nee, das ist halt, so heißt es ja richtig, nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber er hat ja gesagt, ich darf jetzt keinen Sand, wir dürfen jetzt keinen Sand in den Kopf stecken. Okay. Also. Ja, der Klaus Kiasula, der vielleicht, wie auch immer, verpflichtete, zumindest am Dienstag war er noch Testspieler von Duisburg 2, der da im Mittelfeld spielt. Oh ja. Zumindest hat er jetzt einen Namen drauf und eine Nummer. Also wenn er nicht verpflichtet sein sollte oder wird, hat er zumindest eine schöne Erinnerung. So, letzte Chance oder eine der letzten. Oh, jetzt ist es drin. Nein, die muss drin sein. Ja. Ei, 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 ei. Also, Andis Schala mit der Großchance, schön vorgelegt da von Junior. Und die 45 Minuten, die ersten sind auch schon rum. Ach, machen wir kleines Halbzeitfazit. Und das war ein dickes Ding. Denn jetzt ist auch wirklich Halbzeit gepfiffen. Der OFC kam besser ins Spiel. Jena hat sich dann ein bisschen befreit und auch schon zwei, drei Chancen gehabt. Absolut. Insofern geht es unterm Strich einigermaßen in Ordnung. Alles völlig in Ordnung. Ausgeglichen ist 0-0. 1-1 könnte es auch stehen, aber ein durchaus ansprechendes Spiel. Und wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Ja, jeden Moment geht es weiter in Halbzeit Nummer 2. Da werden wir auch exakt wieder die Zeit nehmen. Carl Zeiss Jena stößt an. Und dann gibt es jetzt hier noch einen letzten Blick, ob denn ausgewechselt wurde. Aber das sieht gar nicht so aus. Wir sind aber auch nur 7 Spieler. Ja, also das heißt, es fehlen doch noch einige offenbare Spieler. So kann man jetzt nicht anpfeifen. Zu 7 wird das schwierig. 2, ja, gut, das 4, kann natürlich sein, dass der 6. Rico sagt, ein Willensfest. Ah, da kommen jetzt noch ein paar neue. Okay. So, es sieht aus, als würde Moschi kommen. Mit der. Bist du noch drauf? Ich glaube, Moschi macht sich da fertig. Mit der 20. Pintol mit der 10 steht da. Das müssen wir gleich nochmal wiederholen, weil ich werde jetzt erst gleich ansteigen, natürlich, wenn die da sind. Dann okay, Meier. Ich muss jetzt nochmal eine kleine Anmut machen. Pintol, ja, und Jakob. So, jetzt kommen auch die neu eingewechselten Offenbacher Spieler aufs Feld und dann kann es gleich hier weitergehen. Dann werden wir auch exakt die Zeit nehmen. Lutz Kammermeier, der hat sich schon hier exakt mit der Auswechselbank beschäftigt. Ja, Lutz, wie schaut's denn? Wer wird denn kommen? Wer ist denn gegangen? Reingekommen oder reinkommen wird Marcel Moscher, der kommt auf Zeit nehmen. Okay, alles klar. Baris Jakut ist drin, Stefano Meier ist drin und Benjamin Pintol. Jetzt müssen wir mal schauen, wer raus ist. Ist Modica ist, glaube ich, raus. Dafür ist Stefano Meier jetzt in der Innenverteidigung. Modica ist raus. Kevin Wittke ist noch rechts, links. Theodosiadis, Moschi auf der rechten Seite für Mangafic. Pintol für Schwarz. Die schwarze Blecke ist da drüben noch. Also Pintol ist jetzt Pintol auch ist mit auf jeden von Fall der Partie. Dings ist raus. Mit der Nummer 9. Zapek ist raus. Ja, klar, dafür spielt ja jetzt Pintol. Ganz genau. Und
links. Und das da wollen wir ja den Thüringer mal ein bisschen Angst machen, denn Pintol, das ist der Mann, der in 90 Minuten 10 Tore gemacht hat. Ja. Und danach in 900 Minuten keins mehr. Ja, das wollte ich jetzt nicht so gesagt haben. Nein, Quatsch, der ein oder andere hat er schon noch gemacht. Aber in den ersten beiden Testspielen, aber muss man sagen, gegen Kreisliga A, hat er wirklich in zwei Halbzeiten, die er gespielt hat, insgesamt 10 Hütten gemacht. Und die muss man erstmal machen. Ganz genau. Da ist er. Wir haben es ja heute gerade gesehen, in den ersten 14 Minuten haben wir dreimal in die Walachei geschossen. Das ist dann, gut, einmal in die Latte, das war schon okay. Ja. Aber danach war schon zweimal nicht so ganz knapp vorbei. So, wer ist denn dann da jetzt raus? Ja, bei Jena also hat sich nichts verändert. Das steht zumindest im Jena-Ticker. Okay, Zapek ist raus. Dann ist Mangafic raus. Modica ist raus. Und noch irgendeiner. Mangafic konnte jetzt zwar nicht die ganz großen Szenen machen, aber er ist sehr, sehr quillig, sehr, sehr schnell. Gefällt mir gut. So, der Wolf C. über die rechte Seite unterwegs. Wittke war das, der dort vorne Pintol sucht. Jetzt kommt er über die rechte Seite, Bickel, ja, der so ein bisschen den Spielmacher hier macht. Also, Blacky Schwarz ist raus, so sieht's aus. Tatsächlich schön gemacht von Bickel, aber da kam Moschi nicht wirklich an die Blacky Schwarz Kugel. Ist raus, ja, der fehlt mir da. Das ist, den hatte ich aus der Entfernung, habe ich ihn verwechselt mit Baris Jakut. Nein, Blacky Schwarz raus, so sieht's aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, der Pintol hat die 9 auf dem Rücken. Ja, selbstverständlich hat er die 9. Ja, selbstverständlich. Was steht denn hier für eine Nummer? Klassische Mittelstimme, da steht die 10. Ja. Naja, hier ist alles ein bisschen merkwürdig auf dem Wisch, den wir bekommen haben. Und zwar raus. Also dann kommentiere ich mal weiter, während der Lutz hier mit dem Stadionsprecher zugange ist, um ihn auch auf den aktuellen Stand zu bringen. Der OFC jetzt erst einmal im Ballbesitz, das Ganze machen wir im Radiomodus. Dann versuchen die Thüringer dazwischen zu gehen, aber da war ein Foulspiel. So wird es Freistoß geben für die Thüringer auf der halbrechten Verbindung. Und ja, da bietet sich Tom Geisler an. Der will dann doch hier nicht den Freistoß schießen. Also jetzt orientiert er sich dann doch nach vorne. Der wird jetzt von der rechten Seite kommen. Und dann schauen wir mal. So, jetzt kommt er reingeflogen. Aber da stehen die Offenbacher gut und massiert hinten in der Abwehr. Ja, und Lutz ist auch wieder da. Ich bin wieder da. Ja. Ich habe hier gerade mal dem Stadionsprecher unsere Wechsel gesagt, damit er die auch verkünden kann. Tja. Ja. Ah ja, was soll das sein? Hier wird sich nichts geschenkt. Der Kevin. Der Wittke. Das ist der Wittke, ne? Der Kevin Wittke. Es gab ja mal die Wuttke. Die Wuttke, glaube ich. Bei Schalke, ne? Oder wo war der? Oh, der hat auch mal so ein ganz böses Bild irgendwo bei einem Spiel von Glaube von Kaiserslautern in Homburg. Da hat er den Schiri an den Liri angeschrien und die Kamera stand direkt dahinter. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, so während dem Schreien fiel ihm auf, das geht nachher über den Sender. Jetzt aber die Möglichkeit, aber Daniel Endres ganz, ganz einfach für ihn, die Kugel hier runter zu pflücken. Es lässt er sich erst einmal Zeit, beordert seine Leute nach vorne, denn das soll der weite Abschlag kommen. Ja, und jetzt... Wird der Wittke nur mit einem T geschrieben? Nee, der wird mit zwei T geschrieben. Also, weil er hat auf dem... Nee, das ist nur dünn geschrieben. Dünn das geschrieben. Ist eine optische Täuschung. Ja gut, weil er wird hier nur mit einem geschrieben. Das andere T lag in der Bügelfalte. Okay. Oh. Ach, weiß nicht. Also, hat er gerufen, da hat er den Freischuss bekommen. Jetzt ist er wieder kerngesund. Das wollte er haben, der Tom Geisler. Aber gut... Das gehört auch dazu. Was? Ja, so faul, ja klar. Ja, ja. Ja, der hat die 9. Also wie gesagt, der wurde auf dem Bogen mit der 10 geschrieben, aber wir sehen es hier klar und deutlich. Pintol mit der 9, auch mit Namen drauf. So oh, schön. Schön. Jetzt Pickel, der müsste jetzt rüberfassen. Ja. Da stehen sie natürlich dazwischen. Also hart umkämpft hier die ganze Geschichte. Nach jetzt 50 gespielten Minuten 0-0 steht es noch. Der UFC hatte deutlich mehr in der Anfangsphase vom Spiel. Dann hat sich Jena erholt und kam auch zu Chancen. So war dann unterm Strich das 0-0 zur Halbzeit einigermaßen okay, aber wenn es denn 2-1, 2-2 gestanden hätte, naja, dann wäre das natürlich auch eine gute und verdiente richtige Geschichte gewesen. In der zweiten Halbzeit noch nicht die ganz großen Aufreger in den ersten 5 Minuten. Ja, und wer es noch nicht weiß oder sieht oder sich fragt, gerade eingeschaltet hat, jetzt immer noch auf dem Feld ist
Gyasula, Klaus Gyasula, und er hat auch eine Rückennummer mit einem Namen drüber, ist aber offiziell noch nicht als Neuzugang bekannt gegeben. Also, da waben wir im Nebel der Ahnungslosigkeit. Tja. Ist so, also vielleicht wird das später bekannt gegeben, sagen wir so, für mich wäre es keine große Sensation, wie ich am Dienstag schon gesagt habe, wenn Pintol verpflichtet würde, wäre es für mich auch keine Riesensensation. Pintol ist ja verpflichtet. Ja, und schwupps, war er verpflichtet, aber stand halt am Dienstag noch nicht fest. Und dann am Abend stand es dann fest auf einmal. Von daher lassen wir uns überraschen, was passiert. Fakt ist, er hat einen Namen. Der Rico wartet immer noch auf eine Empfehlung von uns vom Fanradio. Und dann sagt er, okay, jetzt ist es durch. Jetzt ist die Tinte trocken unter dem Vertrag und jetzt ist er dabei. Ja. Gut, wie gesagt, sollte er nicht kommen, hat er eine schöne Erinnerung, ein Trikot mit Namen vom OFC. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Also, Ballverlust scheint hier zu sein. Kevin hat eine Hula. Wittke doch noch einen Ball gefunden. Ja. So, wird es weitergehen mit dem Einwurf von der rechten Seite. Ja, jetzt muss er dann noch werfen. Pintol. Ja, die beiden immer noch. Gut. Dort im Gefecht. Jetzt kommt die Flanke schön rein, aber dann steht erst einmal die Innenverteidigung gut. Dennoch die Möglichkeit der OFC. Naja, dann ist er aber endgültig im Aus. Und so wird es Abstoß geben vom Wiener Tor. Schlosser. Marcel Schlosser, der da was an den Kopf gekriegt hat. Aber es wird weitergehen. Ja, das Haben schon ganz andere überlebt, zur Not mit Turban wie Dieter Hoeneß. Und jetzt hält er schon den Hintern hin, also so schlimm war es da nicht. Bei diesen Rückpässen. Haben wir in der ersten Halbzeit eingesehen? Oh, oh, da blieb mir schon ein bisschen das Herz stehen. Dennis Schulte hat er da fast ein Gegentor. Oh, das hat Pintol gut gemacht. Und jetzt vielleicht Beckel, der nochmal rübergelegt hat auf die rechte Seite. Fabi Becker, jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Aber da steht der Stefan Schmidt. Holt die Kugel. Also, das war jetzt wieder mal was wie eine Möglichkeit. Sowas wie, ja. Sag's ja ganz bewusst so. Ja, sowas wie, ja, ja. Ja, der Pintol, den gucke ich mir heute mal etwas genauer an. Er spielt ja so quasi auf der 10. Jetzt aber Moschi! Eieieiei, der Moschi! Riesenmöglichkeit für den OFC Marcel Mosch, der Youngster. Trifft dann nicht, obwohl er da allein vorm Torhüter steht. Und da schießt er ihn an. Eieiei, das war jetzt die absolut größte Möglichkeit hier in der 53. Spielminute. Also, hier gibt es jetzt hier ein paar Stimmungsduelle. Ah, Missverständnis. Ja, die beiden sind noch nicht so eingespielt wie wir beide, Lutz. Nein. Tja. Oi, griechisch-römisch jetzt. Ganz klar, Freistoß für Carl Zeiss. Da haben die Offenbacher Jungs ihn ausgehebelt. Ja. Es war fast ein Schulterwurf, oder? Das war der Kran von Schifferstadt hätte es nicht besser gesehen. Ja. Schifferstadt gegen Goldbach, oder ja, wie war das so früher? Aber 10.000 Leute in der Halle, du. Ja. Heißere Stimmung als bei irgendeinem südamerikanischen Fußballderby. Also hier optimale Rahmenbedingungen bei 30 Grad und einem schicken Sportgelände. Ja. Das macht richtig Laune hier. Auch wir sind hier bestens versorgt mit der Technik. 250 Zuschauer, 150 aus Offenbach, 100 Jena sind auch dabei. Gute Stimmung auf beiden Seiten, wobei die Offenbacher oben die neutralen Lautstärker natürlich lautstärker zu hören waren. Von Jena haben wir außerdem eben einen mannigen Wechselgesang. Ja, glaube ich, noch nichts gehört. Nein. Aber in Offenbach ist das ja in Mode gekommen, auch bei Testspielen mittlerweile lautstark anzufeuern und Sprechgesänge und so weiter. Und da ist er der Unglücksrabe, Marcel Mosch, der musste jetzt in der zweiten Halbzeit eben das 1:0 für den OFC machen. Ähnlich wie Fabi Becker in der ersten Halbzeit. Da hätte es nach 14 Minuten schon 2 oder vielleicht sogar 3:0 stehen können. Aber gut, jetzt Carl Zeiss, ja, im Entlastungsangriff. Abseits gepfiffen, da hat Andres keine große Mühe. Ja, und wir wollen für euch weiter Fanradio machen. Es braucht 40 Euro genau von dir, denn du willst Fanradio hören, dein Fanradio hören und sogar noch ein bisschen was sehen. Alles das, was wir so tun, rund um die Uhr. 24 Stunden senden wir, dann machen wir alles, Testspiele, Porträts und so weiter. Und das geht eben nur mit eurer Unterstützung. Wer sich keine 40 Euro leisten kann, na, der kann es anders machen. 2x20 Euro, Vorrunde und Rückrunde jeweils 20.
Oder wer auch das nicht kann, der kann einen Dauerauftrag einrichten für 3,33 €. Kommen wir auch am Ende auf 40 €. Und dann können wir für euch die ganze Saison über Fanradio machen. Die Vorrunde ist jetzt exakt finanziert, aber es braucht also jetzt genau noch 150 Unterstützer. Und dann haben wir auch die Rückrunde gemeinsam finanziert. Unser gemeinsames Fanradio. Ja, bitte schau, ob und was du machen kannst. Denn wir schauen ja auch immer, was wir machen können. Und ich glaube, es war eine ganze Menge. Jetzt geht's weiter am Feld. Und Lutz Kammermeier, der sieht ich alles. Ich glaube, so viele Testspiele wurden ja noch nie übertragen. Wir hatten noch nie so viele Testspiele. Das ist so das. Eieiei, oh, da hat es geknallt. Da war Bindol, wer ist das? Die 19, Geißler. Dem Geißler, der Captain. Ja, ich glaube auch. Pintol, das war jetzt wirklich ein Foul von Pintol. Ja, sicher, aber Geißler. Er war unglücklich. Also es war jetzt kein ja, aus dem Lauf heraus, aber trotzdem, das tut schon weh. Das tut weh. Die beiden haben sich wieder vertragen. Ja, das ist schon passiert. Ja, Pintol, der hat jetzt natürlich noch einen kleinen Disput mit dem Schiri. Nö, aber hat er eingesehen. Schiri sagt, war ein Foul, alles gut. Pintol sagt, ja gut. Oh, jetzt hier, Massenwechsel bei Jena. Oh, weia. Was haben wir da? 4, 5 kommen. Fünf neue kommen. Okay, die kriegen wir jetzt unmöglich gebacken. Unmöglich. Nee, das müssen wir auch nicht, denn wir warten einfach drauf, dass der Jena Live-Ticker, der darf ja auch was arbeiten. Absolut. Und das sozusagen hier in den Chat schreibt und dann werden wir das einfach nur wiederholen. Also Fakt ist, es geht die 8, die 20, die 15, die 19, die 7. Wir können es mal schnell schauen. Die 8 wäre Pesolat, so heißt er. Ja. Die 7, das wäre Schala. Wer geht noch? Die 15, das war Makorima. Ja, die anderen habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe es schon gesagt. Aber die 16 war, glaube ich, eben auch noch raus, oder? Also, 19 ist noch rausgegangen, das Tom Geister, wäre Tom Geister. Jetzt hören wir es. Ah, schön gespielt. Also das jetzt die Möglichkeit für den OFC. Ja, gut, damit Fabi Becker Foulspiel. Meine. Ei, ja, das Foul war leider unterwegs in Richtung Strafraum. Ach, und da wird er sauber zur Fahrt gebracht. Das ist jetzt die Möglichkeit. Tja, da hört ihr es. Hier wird Elfmeter gefordert. Nein. Das war aber noch vor der Foul war vorher. Foul war vorher. Er fällt dann rein, aber was zählt, ist der erste Kontakt, der erste Foul-Moment sozusagen. Ist aber ein Spielverderber, Lutz. Ist leider so, da muss ich den Herrn in Gelb absoluten Schutz nehmen. War vorher ein Foul und das hat er gepfiffen und das war auch korrekt so. Also, Wittke steht am Freistoß. Der will das Ding reinzwirbeln. Ja, oder schauen wir mal, ob es ihm gelingt. Pintol lauert da vorne. Kopfball. Schade. Ja, ja. Ein Freund und Marcel Wilke wäre da beinahe rangekommen. Ich glaube, mit dieser Innenverteidigung Wilke oder Meier oder Modica oder auch Schulte, den ich ja eigentlich eher in der Innenverteidigung sehe, da sind wir da ganz gut bestückt, so vom Kopfball her. Das wird schwer, uns da einen reinzumachen. Und vorne, glaube ich, kann man schon das eine oder andere machen. Ja, und Theodosiadis macht es auf der linken Seite eigentlich auch ganz gut. Ja, und auch der Kevin Wittke hier. Und Rigö Schmidt, Rigö mit 3 Ö, der zeigt die Richtung an. Ganz nach vorne wird gespielt. Also 59 Minuten gespielt, 0-0 steht's. Ja, es gab durchaus Chancen auf beiden Seiten. Marcel Mosch. Also ein ansehnliches Spiel bei tropischen Temperaturen, zumindest auf dem Platz. Ja. Wir sind hier schön im Schatten gelagert. Und jetzt kommt erst einmal Kanzeis über die linke Seite. Ja. Das ist, wie heißt der, Torvana Giga. Also, Pintol, schön die Seite gewechselt und jetzt läuft der Kickers Express über die linke Seite, angefeuert von den 150 auf. Schöne Flanke, Moschi kriegt sie nicht. Eieiei. Aber noch vor der Eckfahne das Ding geholt, jetzt die nächste Möglichkeit. Haben wir mal zurückgespielt, vielleicht jetzt die Flanke gleich noch einmal, da kommt sie rein. Kopfball! Abseits, gewunken. Ah, schade, denn aber das war jetzt mal richtig klasse. Er war da, sah klasse aus. War insgesamt ein schöner Angriff. Und das war eine Flanke, wie sie Manni Kals nicht besser hätte schlagen können. Manni Kals Gedächtnisflanke. Ja, das ist so. Die Bananenflanke. Das war eine Chiquita. Ja, absolut. Also, gute Güte. Da war der Ball im Tor und trotzdem zählt es nicht. Und Pintol war es per Kopf. Tja.
auch der ist ja nicht gerade winzig. Ich denke mal, wenn der da vorne einen Ball bekommt, ist er schon mal gerne drin. Könnte ja hier auf unserer Anzeigetafel schon mal das 1:0 für den OFC einstellen, sozusagen als selbsterfüllende Prophezeiung. Im Grunde ja. Ja? Im Grunde ja. Und wenn du dann noch ein bisschen om machst, und dann sollte das doch klappen, oder? Ja. Ich gebe einfach mal das 1:0 ein. Ja, ich könnte mich auch mit einem Tannenzweig streicheln. Ja, wechselweise streicheln. Würde mir auch gefallen, aber jetzt erst einmal müssen wir aufpassen, denn Jena ist zumindest im Vorwärtsgang, aber da haben sie gut aufgepasst. Moschi jetzt sehr weit zurückgezogen. Ah ja, und hier will Pintol ein. Tja, hier geht es zur Sache, als ob das Ligaspiel wäre. Ich freue mich wie volle auf diese Liga. Sau, du hier. Und wenn die Mannschaft das hält, was sie verspricht, dann werden wir viel, viel Spaß haben. Ja. Denn. Schön, Theodosian. Das sieht gut aus. Und Theo wird jetzt hier gehalten. Also. Der Micha Mosch da vorne. Ich hoffe, man hat das nicht gehört, was er gesagt hat. Halt, keine Gewalt. Das war so ungefähr das, was er gesagt hat. Ungefähr. Michael Mosch, ich fasse das nochmal zusammen, was er gesagt hat. Fair geht vor. Das waren seine Worte. So fassen wir. Auch das hat er Arsch, ja. Auch das hat er. Also jetzt Freistoß für den OFC von der linken Seite. Da fliegt er rein. Zu weit. Marcel Wilke war dann doch noch 20 cm zu klein. Also hier ist viel Spaß unter den Anhängern der Offenbacher. Ist jetzt einmal erfreut hier. In der zweiten Halbzeit bestimmen wir das Spiel. Das muss man einfach mal so in aller Deutlichkeit feststellen. Und wir hatten ein Abseitstor und wir hatten eine Riesenchance von Moschi. Die ein oder andere gute Angriffsaktion. Also es ist eigentlich ähnlich wie in Halbzeit Nummer 1. Da waren wir auch in den ersten Minuten deutlich überlegen, hatten große Chancen. Und erst als der OFC ja dankbar die Chancen ausgelassen hat aus jener Sicht. Da konnte aber nichts für. Nein, da muss ich jetzt... Also ganz ehrlich, da nehme ich ihn in Schutz, den Jena, weil ich glaube, er hat ihn nur ins Gesicht geschossen, oder? Nee, er hat unten voll am Fuß durchgezogen. Unten voll am Fuß durchgezogen. Ach so, ja, er hält sich jetzt auf den Fuß. Ja, so, die ganze Zeit schon. Ich hab nur gedacht, dass der Ball ihm ins Gesicht geflogen ist. Nein, das war danach. Das war danach. Jetzt liegt er da unten. Wer ist das? Wittke, oder? Wittke ist das. Kevin Wittke, ja. Wittke. Ja. Also gelb-rot war es. Gelb-rot für Philipp Ristic. Gute Güte, aber der Kevin hat voll einen abgekriegt. Also, das ist die gute Nachricht, er steht wieder. Ja, das ist keine Show, das ist kein irgendwas, das hat man auch gesehen, das hat richtig geknallt hier. Das hat richtig geknallt, da kann man schon mal gelb ziehen und da er schon mal gelb hatte, hat er jetzt gelb-rot. Also fehlt er morgen in der ersten Halbzeit des Trainingsspiels von Karlsruhe Jena. Ich glaube, weitere Folgen hat er es nicht. Tja, hier wird jetzt kräftig angefeuert und Marcel Mosch steht am Freistoß. Also der OFC kommt erneut, jetzt über die linke Seite, schon in der Hälfte der Thüringer. Oh, kommt er da noch durch? Da wurstelt er. Der gefällt mir gut. Ja, Barisch will er gesprochen werden. Barisch, okay. Entschuldigung, Barisch, ja gut, gefällt mir. Ja, es gibt ja so ein paar Sachen, die haben wir jetzt gelernt bei den Porträts. Ja. Zum Beispiel auch Tatschowci haben wir immer gesagt. Er heißt Tatschowci, will er genannt werden. Unser zweiter Torhüter. Und wie ist das? Statovci will er genannt werden. Statovci. Und Čapek heißt nicht Čapek, sondern Zabek. Zabek, ja. Ja, also wir müssen uns auch erst dran gewöhnen. Statovci. Mangafic, glaube ich, will Mangafic genannt werden. Mangafic, ja. Also da müssen wir auch noch ein bisschen dazulernen. Jedenfalls 65 Minuten gespielt, 0:0 steht. So, und hier geht es ganz schön zur Sache. Wenn man bedenkt, dass wir vor 4 Wochen beim Spiel in Oberroden, also gefühlten 4 Wochen, nicht einen einzigen Spieler kannten, außer Janik Horn. Ja. Oder halt da, Monika kannte ich noch von früher. Und wir kannten keinen Spieler, obwohl wir 40 Leute hatten, nämlich 40 Testspieler. Ja, absolut. Jetzt wird hier
a cappella gesungen. Aber ich muss sagen, diese ganze Aktion mit diesen sogenannten Castingspielern, also Testspielern, da schwirren mir ganz wirre Comic-Ideen durch den Kopf, das glaubst du gar nicht. Ich glaube, ich werde mich irgendwann mal wieder hinsetzen und ein bisschen malen. Ja, mal du mal ein bisschen. Ein bisschen malen. Du hast ja schon ein bisschen gemalt, ja, du hast das offizielle Plakat zum Kickerstag gemalt, der am Sonntag stattfindet. An dieser Stelle wollen wir auch nochmal werben, dass Tausende und Abertausende Millionen kommen zum Wilhelmsplatz. Und natürlich sind wir auch wir vom Fanradio wieder mit von der Partie. Was für eine Frage, oder? Ja, und Lars Gissner lässt ab 16 Uhr seinen Oberkörper bemalen. Tja. Ja. Kinder schwinken mit Body Lars Painting, Gissner, aber Body nur Painting. Body Painting, so ist es. Ja. Ja. Ja, und dann kann ich nochmal sagen, in eigener Sache, wir werden natürlich dieses Spiel in kompletter Länge, 2x45 Minuten, sozusagen ungeschnitten heute Nacht noch einstellen, das Ganze in HD-Qualität. Ah, nee. Das heißt, man kann morgen das ganze Spiel nochmal in einer etwas besseren Qualität dann eben sehen. Das war Justin Gerlach da auf in der Jener Abwehr, der das da gut gelöst hat. Das wollen wir mal schauen, wie lange ist eigentlich noch zu spielen, weil wir sind jetzt ja 66 Minuten sind gespielt. 66, also haben wir noch 24 und die sind wir einer mehr bei diesen Temperaturen. Mal schauen. Die beste Nachricht ist, dass Wittke wieder spielt ein Flummi. Gottes Willen, also so wild war es dann auch nicht. Aber das war schon ein Foul, dass man mit Gelb bestrafen kann. Ja, das war ja Gelb-Rot. Ja, das hat er ja Gelb-Rot gesehen, hat er ja schon Gelb. Das ist ja so. Also von daher, es war schon in Ordnung. Es war jetzt nichts, wo man noch jahrelang böse sein muss, aber... So, Meier. Theodosiadis. Über die linke Seite. Da ist er. Aber ausbaufähig. Sehr weit, kriegt den Moschi oder? Noch? Ja. Und Bickel. Ei, ei, ei. Was gibt's? Abschlag. Okay. War Bickel wohl zuletzt noch dran. Stefan Schmidt hätte ihn eventuell sogar haben können. Aber Abschlag. Schön hier. Ist schön hier. Ich sag's, ist schön hier. Wieder mal eine gute Idee nach der Arbeit. Ich bin zwar platt wie eine Flunder. Ich sag's, wie es ist. Also ich werde nachher nach Hause kommen und werde in mein Bett fallen und sofort schlafen, glaube ich. Sofort schlafen. Morgen muss ich wieder arbeiten. Aber es hat sich gelohnt. Der Weg hier hat sich gelohnt. Schönes Spiel, schöner Ground hier. Feine Sache. Ja, also näher kann man eigentlich nicht dran stehen. Und Cem Kara wird gleich kommen, weil der kommt hier angewetzt zur Ersatzbank. Hat ihn wohl Rico Schmidt beigerufen. Hat gesagt, Cem, komm rein. Ich brauche einen, der hier das Siegtor macht. Und der Cem hat ja schon mal das eine oder andere Siegtor gemacht in der Vergangenheit. Warum nicht auch heute? Mal gucken, ob er heute etwas ruhiger ist als gestern, als er neben meinem Patenkind Laura stand. Da kann man nicht ruhig bleiben. Da hippelte er doch ein bisschen nach rechts, nach links. Ja, es ist ja nicht nur dein Patenkind, es ist ja deine Nichte. Sag's doch mal, wie es ist. Es ist deine Nichte. Und noch dazu. Ja. Also. Das heißt, sie hat im Grunde die kistnerischen Schönheitsgene in sich. Ja, ich bin sehr froh, dass sie nicht nach mir kommt. Ja, ich glaube, alle deine Töchter oder Nichten können froh sein, dass sie nicht nach dir kommen. Die haben alle Glück gehabt. Ja. Dass sich dann doch immer noch die Ehefrauen durchgesetzt haben. Obwohl das Schlimme ist ja, du kannst ja bei der Annika nicht die Vaterschaft leugnen, ja? Aber trotzdem, ja, sieht sie ja gut aus. Und das ist das Faszinierende. Also wie das gegangen ist. Aber es ist so. Okay, wir gucken zurück auf das Spielfeld und da haben wir noch 21 Minuten zu spielen. Cem Kara wird kommen und Jan Bickel, so wie es ausschaut, geht raus. Ja, der war, wie gesagt, Dienstag noch angeschlagen, da hat er nur so ein bisschen Schnick-Schnack-Schnuck gespielt mit schwarzer Hose. Nein, optisch könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Nein. Der helle Blondschopf gegen den dunklen Kara. Ja. Kara für Bickel und Kara wird dann das Tor machen. Wie so oft. Kommt rein, macht das Tor. Erwarte ich mir in der Liga auch das eine oder andere Mal. Oder erhoffe ich mir, sage ich mal so. Erwarten ist immer das falsche Wort. Ich erhoffe mir alles. Tja, der Chris schreibt hier, treffend im Chat, Lars ist hübscher als du, Lutz. Das stimmt. So, jetzt hast du es aber. Nein, das habe ich ja nie abgeschnitten. Deshalb habe ich auch keine Töchter in die Welt gesetzt. Also jetzt Freistoß für Karl Zeiss Jena von der linken Seite. Und die Offenbacher, die stehen dort hinten im Schatten. Das bereitet unsere Kamera auch an sich die Schwierigkeiten. Ständiges Schatten- und Sonnenspiel. Da liegt ein Offenbacher. Aber so, weiter geht's über links. Und da gibt es eigentlich viel Platz. Das war überhastet. Aber nee, das war gut gemacht. Jetzt die Möglichkeit auf der rechten Seite. Marcel Mosch. Ei, der spielt ein bisschen glücklos. Das muss man schon so sagen. Ja, aber wir sind noch dran, Cem Kara. Komm, Stürze, Jungs. Beißt sie in die Wade. Absolut. Zur Not muss mal in die Wade gebissen werden. Ja. Tja,
Und ja, Rico, Schula, hast du das gesehen? Glanztat von Rico. Wie ja, Daniel Endres in seinen besten Szenen hat er den über das Häuschen, Rico, über das Trainerhäuschen gefaustet. Hat der Rico und passt. Denn der Ball, der wäre, ins, der wäre ins Trainerhäuschen eingegangen. Ja, natürlich. Wer weiß, wo er da landet. Am Ende wäre es Stadovci noch. Stadovci, sagst du. Das war eine Glanztat von Rico. Der wäre da noch weggeflogen. Ich denke, jetzt gucken wir uns nochmal eine Zeitlupe an gleich. Jetzt kommen noch Fleischer und Tomita. Oh, hier raumst du aber ganz schön. Ball im Seitenhaus. Egal, Stefano Meyer. Da wird nicht lang rumgemacht, oh, da wird auch mal weggebracht. Kein Kind von Traurigkeit. Der weiß schon, wie man draufhaut. Im Zweifelsfall weggewascht. Da sehe ich jetzt gar nichts, was passiert. Da ist mir alles zugestellt. In diesem Spiegelkästchen. Oh, da war Endres. Ja, längst abgepfiffen, gefordert. Ja. Stimmt, hier war nicht viel los. Irgendwie. Jetzt sehe ich ihn. 19 Minuten noch. 0-0 steht's. Das Ganze, ja, für das Chancenverhältnis recht torarm. Chancen waren da. Das Spiel war okay. Wir sind in der zweiten Halbzeit spielbestimmt, würde ich sagen. Wir sind feldüberlegen, optisch überlegen. Hatten durch Mosch auch eine Riesenchance, haben ein abgepfiffenes Tor von Pintol. Aber jetzt aufgepasst. Jetzt müssen wir aufpassen. Der ist weg, weit weg. Da hat Marc Andres aber so gar keine Chance, den Ball zu bekommen. Ja, die Jena werden sich sicherlich nicht beschweren, wenn das Spiel hier unentschieden ausgeht. Nein, jetzt sind sie auch noch weniger. Also ich meine, die müssen jetzt doppelt laufen. Für die ist das jetzt eine Strafeinheit sozusagen. Und die haben wir schon gestern gehabt mit einem dreistündigen Training. Das ist schon der Hammer, ganz ehrlich, das ist schon der Hammer. Aber das kann unter Umständen die paar Prozent ausmachen im Laufe einer Saison. Das ist so. Das ist, man muss es auch mal so sagen, bei allem Respekt, das ist die gute alte Ostschule. Ich will jetzt hier nicht in Ost-West verfallen, aber dieses Kernige, ja, dieses Basic, ja, was auch so ein Hans Meyer oder sowas verkörpert. Das sind halt schon Kultleute und das brauchst du einfach. Also, Kanzler ist jetzt unterwegs, in die Mitte reingeschlagen. Hat es doch gepasst. Daniel Endres gut aufgepasst und schnell abgeworfen auf Marcel Mosch, dem nicht viel bis hierhin gelungen ist. Und jetzt gibt es Freistoß für den OFC, aber so schlimm war das nicht. Nein. Hätte man auch laufen lassen können. Aber gut, die Fans sehen es anders. Die sind hier dabei, als ob es ums Überleben ginge. Es geht immer ums Überleben. Beim OFC sowieso. Ja. Wittke. Wer denkt, genau Fußball, an der Stelle. Beim Fußball geht es um Leben oder Tod, der irrt. Es ist viel schlimmer. Nein, ich bin froh, dass Rico unser Trainer ist. Das ist, dass der die ordentlich fit macht. Der Schleifer. Ja. Aber ohne Atmen. Ohne Atmen. Aber du brauchst das, weil die Turnschuhpüppchen hatten wir lange, lange Jahre, die dann einen 7. Platz verwaltet haben und am Ende dann. Ich meine, Felix Magath hat auch bei Rico gelernt. Wahrscheinlich, ja. Barış Jakut. Schöne Flanke! Eieiei. Kevin Wittke war das. Ich meine, auch vor der Tatsache, dass es auf beiden Seiten viele Chancen gibt, insbesondere beim OFC, jetzt, glaubt man nicht so richtig dran, dass noch ein Tor fallen könnte. Nein. Denn wir haben ja schon alles an Möglichkeiten gesehen. Ja gut, der Cem Karar war noch nicht frei im Strafraum. Meinst du, der macht's Tor? Cem, wenn es einer macht, macht's Cem. Ja, denn der hat überhaupt noch nie vorbeigeschossen, oder? Nein, nicht wenn er im Strafraum nicht war. Nicht im offenbaren Trikot. Nicht wenn er im Strafraum war. Ja. So, jetzt kommt erstmal Jena. Aufgepasst. Wir fabulieren über ein Führungstor und kriegen am Ende hinten eine rein. Die Frage wird sein, wird es eine Verlängerung geben oder gar ein Elfmeterschießen? Das ist die Frage, wie war oder das Hinspiel? Oder gibt es erst ein Rückspiel noch? Nee, ich glaube, es wird irgendein Hinspiel sein. Oh, schön. Da ist er jetzt. Da ist er. Ich sag's eben noch. Gut. Er war nicht im Strafraum. Das Rückspiel könnten wir genau hinter uns machen. Da ist ein Kunstrasenplatz. Ja, genau. Können wir im Anschluss direkt machen. Das können wir. Also wir könnten so zwei Fanmannschaften bilden. Wir sollten aber Rücksicht auf unser Alter und unsere Knochen gleichen. Ja, wir haben bessere Chancen, wenn die Fans unter Nase ausspielen, denn wir sind hier ein paar mehr. Ja, das stimmt. Wir könnten mehr Elfer schießen. Einige offenbare Fans mehr als Jena da. Aber es ist alles friedlich. Bisher gab es nur 12 Wehrverletzte. Ein Hubschrauber-Einsatz. Ja. Oh nein!
Daniel Endres. Oh, liebe Zeit. Da waren Sie von allen guten Geistern verlassen. Und Daniel Endres, der hat aufgepasst und schnell umgeschaltet. Jetzt der OFC. Da kommt er. Ja, jetzt wird Pintol das Leder rüberspielen. Aber da war ein blaues Bein dazwischen. In dem Fall war es Eismann. Irgendwie schafft es der Eismann. Tja. Seinen Eisenfuß dazwischen zu kriegen. Hätte ich nicht gedacht. Mein Vanillebällchen habe ich bis jetzt nicht, aber nee. Er ist trotzdem überall. Der ist überall. Da ist man. Tja, jetzt ist auf einmal hier Totenstille. Totenstille. Selbst unserem Kickerstalker hat es die Sprache verschlagen. Ja. Und das kommt schon selten genug vor. Kommt selten vor. Ja. Wer die beiden mal sehen will oder die ganze Truppe Kickerstalker, nur der OFC.de, da kann man so ein bisschen nachschauen, was sie denn für einen Blödsinn treiben. Oh je. Haben ja da eine lustige Kolumne. 15 Minuten noch. Ja. Und eben eine... Da können wir noch einige Chancen vergeben. Nee, also die eben von Jena, das war ja die absolute Knallerchance. Die war ja so, der hatte ja schon Moschi-Charakter vorhin. Also ja. Fast noch besser als von Moschi, weil er ja absolut zentral auch noch war. Aber gut gemacht von Daniel Endres. Also in der Spielanlage und in den Feldanteilen sehe ich den OFC immer noch vorne. Wahrscheinlich auch ein bisschen noch, klein bisschen von Chancenverhältnis, aber also insgesamt ist das schon okay. Es geht in Ordnung mit dem Unentschieden. Ist so, ja, nee, weil Jena spielt halt, wie gesagt, schon seit 15 Minuten mit einem Mann weniger. Gab einen Feldverweis für Philipp Gristic, nachdem er hier Kevin Wittke ein bisschen unglücklich umgehauen hat, der aber weitermachen kann. Gab es den zweiten gelben Karton und das ist in der Summe gelb-rot. Aber es ist hier kein Schnick-Schnack-Schnuck-Sommerkick oder sowas. Von daher, das gefällt mir gut. Jetzt sind jetzt wird es wieder gefährlich. Mach die Hulla weg, Donnerschlag. Weg, die Wurst. Naja, da hinten ins Gebüsch. Der ist weg. Der Ball. Ich habe mir's gemerkt, den holen wir uns nachher. Den holen wir uns nachher. Den können wir gebrauchen, ne? Ja. Den gehen wir ans Fanmuseum. Den versteigern wir am Kickerstag. Ach so, ja. Am Sonntag. Ja. Lass doch die Mannschaft unterschreiben. Das ist dann der Ball von dem legendären Europacup-Spiel gegen Carl Zeiss Jena in Hünfeld. Ja. 0:0 hier im Hinspiel. Ja. Ich meine, Jena spielt zu Hause, siehst du ja, das Logo steht vorne. Ja, klar, für uns ein tolles Ergebnis. Wenn wir dann zu Hause in Fulda das Rückspiel machen. 1:0 gewinnen. 1:0 gewinnen nach Verlängerung. Wir sind Dosch. Dann sind wir weg. Dosch weg. Also ich wüsste auch nicht, wer uns schlagen sollte. Nein. Also die Mannschaft ist auf Jahre hin unschlagbar. Jahrzehnte, möchte ich sagen. Sind ja noch jung. Die können ja bis ins Waldi-Alter zusammenspielen. Ja. So, Neuaufbau des OFC. Wie lange ist Wilke der noch? Spielt da die Kugel raus auf Wittke. Oh, 12 Minuten noch. Ja, jetzt geht's doch gefällig hier zur Sache. Schade. Schade. Ja. Das hat er gut gemacht. Der Gerlach, der Justin. Genau, der war's. Ob der nach Justin Timberlake genannt wurde? Nein, Justin Timberlake ist so alt noch nicht. Ich glaube, selbst wenn der so 18, 19, 20 wäre, obwohl Justin Timberlake ist über 30. Ja, Chris97 schreibt gerade, warum gibt es eigentlich keinen OFC-Fanradiosong? Es gibt einen OFC-Fanradiosong. Soll ich ihn singen? Nee, ja, gerne, nein, wenn du ihn kannst. Nein, aber ich kann ihn nicht. Den gibt es wirklich. Den hat unser Urvater sozusagen, Herbie, komponiert und produziert. Und der ist immer wieder in der Schleife zu hören. Tagtäglich der Fanradiosong. Also, der OFC kommt über links, aber lässt es langsam angehen, zurückgespielt. Muss man vielleicht auch dem hohen Tempo Tribut zollen. Aber nein, es geht. Theodosia Hadis, und was für ein. Tja, alle im Seiten aus, Einwurf, OFC. Wittke. Ah, Giancara. Ja, da lässt aber auch keiner irgendwie nach. Und das finde ich gut. Das ist wirklich ein guter, sehr, sehr guter Abschlusstest hier. Ja. Wie gesagt, so 10, 12 Minuten haben wir hier noch zu spielen. Also würde ich sagen, sehr, sehr hohes Niveau. Sowohl technisch als auch läuferisch. Das Ganze in der warmen Sommersonne. Ja, und ich sehe das hier wie ein Auswärtsspiel, weißt du. Wir haben jetzt hier kein klassisches Heimspiel, wo du sagst, da sind auch noch ein paar tausend Zuschauer dahinter. Oh, schön gemacht, der Becker. Toll angenommen. Guck dir das an. Jetzt muss er das Ding noch eins wirbeln. Kriegt er das? Ja! Tor! Paris! Jakob! Da trefft Paris zum 1:0.
Also, Kickers Offenbach führt und das geht schon in Ordnung. Und die Fans, die sind hier förmlich aus dem Häuschen, feiern fast wie bei einem Ligaspiel. 79 Spielminute war es. Ja, 11 Minuten, 10 Minuten noch zu spielen. Man führt auswärts im Hinspiel Europapokal. Das ist es und die Tore zählen doppelt, also früher im Grunde 2:0. Also ich denke, das sollte doch die halbe Miete sein fürs Rückspiel. Ja. Da würde uns ein Unentschieden reichen. Baris Jakut. Zu Hause ein Unentschieden. Baris Jakut bringt den OFC in Führung. Tolle Vorarbeit von Fabian Becker. Das war ganz, ganz klasse Ballername erst. Dann setzt er sich durch und die Flanke schön in die Mitte gezogen. Und auch dieses Tor werdet ihr heute Nacht noch einmal, zweimal, zehnmal, hundertmal sehen können. Denn wir stellen das Ganze ein in HD-Qualität. Toller Pass und Fabi Becker. Jetzt rollt's aber. Jetzt rollt's aber. Komm, Fabi. Ah, noch einmal. Das war ein bisschen zu schön. Schade, ja, dann stürmen wir vorne. Von Fabi Becker, der spielt jetzt ein bisschen. Baris Jakut. Jakut hat es gemacht. Baris Jakut. So, also Fabi Becker war das eben in der Szene. Tja, 9 Minuten noch, 0:1 für die OFC. Umgekehrt ist es, aber gut. Es ist halt so, es ist halt auf dem Spielberichtsbogen immer okay. Erst Nachname, dann Vorname, deshalb liest es immer so vor. Und er hat den gleichen Bogen wie wir, diese Fotokopie eines Spielberichtsbogens, wobei die Jena-Namen wirklich sehr, sehr grau und schlecht zu lesen sind. So, und jetzt haben die Fans unsere Flanke aufgenommen. Ja, Europapokal, so ist das. Ja. Dieses herrliche Europacup, dieses Champions-League-Halbfinale hier in Hünfeld gegen die bis dahin in 270 Europacup-Spielen ungeschlagenen Jena. Ja. Ja, aber wir führen. Spaß beiseite, da will ich noch mal etwas in eigener Sache sagen. Wir wollen gerne für euch weiter Fanradio machen bis zum Ende der Saison. Die Hälfte der Spieltage sind finanziert. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist großartig, wie ihr uns da supportet und umgekehrt, wie wir euch da supporten können durch eure Unterstützung. Es braucht 40 Euro für die ganze Saison. Das sind gerade mal 3,33 Euro im Monat oder 2x 20 Euro Vorrunde, Rückrunde. Pro Spieltag bedeutet das Ganze 86 Cent und alles andere ist gratis. Jedes Testspiel, jedes Porträt und so weiter. Ja, und das können und wollen wir machen, wenn ihr das wollt. Und das zeigt ihr, indem ihr uns unterstützt. Also wer das nicht komplett finanzieren kann, die 40 Euro, der kann eben sich das aufteilen in 2x 20 Euro. Oder Daueraufträge sind jetzt auch einige eingerichtet worden. A 3,33 Euro. Und das ist keine Floskel, kein Spruch. Das ist schon wirklich eine Sache, die wir gemeinsam schaffen müssen. Wir wollen leisten, wir wollen tun, aber ihr müsst schon auch ein bisschen dafür zahlen, sodass wir das gemeinsam hinbekommen. Und bis jetzt haben wir es jedes Jahr hinbekommen, obwohl wir noch nie so viel geleistet haben wie in diesem Jahr. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr ist ja so, wir haben ja enorm viele Testspiele, aber die haben wir zum Beispiel alle aus unserer Tasche, eigene Tasche, den ganzen Sprit und sowas bezahlt. Also die haben ja quasi schon mal in Vorlage gegeben, aber für die Liga, das ist schon ganz nach unten berechnet. Jetzt wird nochmal gewechselt, Giasula geht raus, Fabi Becker und Fleischer kommt und Tomita mit der 22, hat aber noch keinen Namen, aber er ist fürs B-Team verpflichtet. Aber dieser Tomita, der ist ungeheuer quirlig und wendig, das ist unglaublich, wie schnell der sich dreht. Ja, also, und wie gesagt, er ist verpflichtet fürs B-Team. Also ist federleicht, so ungefähr meine Statur. Deine Statur, dein Gewicht. Ja, mein dein Gewicht. Kurz nach deiner Geburt. Von meinem Oberarm, meinst du? Ich glaube, du warst ja ein 15-Kilo-Kind, wurde mir gesagt. Das kann ungefähr hinkommen. So, ja. Jetzt aber, ja, ich wollte gerade sagen, Karl-Zeiss Jena, aber da strafe ich mich lügen. Doch, es gibt zumindest Freistoß, also 10 Yards Raumgewinn. Na, es ist schon die 84. Aber gut, ist egal. So genau wollen wir das nicht sehen. Freistoß für die Thüringer von der rechten Seite. Sind alle eingewechselt worden? Ja. Obacht. Lieber Lutz, hast du gehört, was sie gesungen haben? Von der Elke bis zur Lisa, immer wieder OFC. So sieht's aus. Ja. Also, schönes Lied. Die schöne Elke und die bezaubernde Lisa. Ja. So ist das. Ich muss nicht sagen, dass das alles OFC-Fans sind. Alles? Ja. Sodele. Also, es... Und Mosch, Mosch. Nein, nein.
ist schon ein echter Härtetest. Der Name trifft schon. Das war schon ein richtig kerniges Spiel hier. Da war nichts mit irgendwie rummachen, Kraft sparen, rumschieben. Da haben sie schon alle gut reingehauen. In einer Woche geht's los. An meinem Geburtstag am 26. Juli in Koblenz. Und jetzt noch ein kleiner Ei, Der war dosch. Im Grunde war er dosch. Das muss rot geben. Das mindestens. Er war auch letzter Mann, du, weil die, die da hinten waren, die hätten ja alle nicht mehr eingreifen können. Natürlich, so. Natürlich. Er hätte sie alle ausgespielt. Er hätte sie alle ausgespielt, natürlich. Das so. Haben wir schon gesehen. Ja. Na. Also das ist jetzt böse, doch. Das muss man jetzt nicht Nein. sagen. Wir wollen jetzt nicht eskalieren hier. So, Freunde. Das war Lars Kistner, der hier maßregelnd eingegriffen hat. Und die Flanke kommt zu weit übers Tor von Tomita. 5-4 Minuten und ein paar Sekunden. Komme ich jetzt eigentlich den Friedensnobelpreis für mein Eingreifen? Und den Pulitzer. Und den Pulitzer. Den Friedenspulitzerpreis bekommst du. Den Friedenspreis der guten Hoffnung. Ich nehme diesen Preis nicht an. Oh, da ist er, dein Freund, Marcel Reich-Ranitzky. Ich will gar keinen Preis haben, wo es nur um Kochsendungen geht. Nein, das gibt keine Chance für die Offenbacher. Lutz, ich befürchte, ihr zwei fahrt noch zusammen in Urlaub, oder? Ja, das ist so. Du und dein Freund Marcel. Ja, wir fliegen und wir machen Fallschirmspringen. Nur er wird keinen Schirm haben. So wird's sein. Also, Theodosiadis, für mich eine gute Partie gemacht, da links, seit er drin war, seit der 30. Minute etwa, als er eingewechselt wurde für den angeschlagenen Dennis Schulte. Also da sind sich jetzt die Jenenser, die Jenaer und die Offenbacher einig, alleinig. Dass mein Spruch natürlich von Richtigkeit geprägt ist. Ja, niemand. Das war ja auch hier von einigen nur so in der Emotion eines Foulspiels, wo sie einen Konter erhofften, so gesagt. Um Gottes Willen, niemals könnte man Carl Zeiss Jena mit diesem anderen Verein vergleichen. Um Gottes Willen. Da würden wir ihn doch wirklich unrecht tun. Um Gottes Willen, nein, das ist ein Traditionsverein. Ja, im Chat wird diskutiert, so nach dem Motto, ich käme aus Frankfurt, aber es ist ja so, ich bin dort geboren, aber ich habe mich weiterentwickelt, richtig. Die höchste Stufe bis Absolut. Zum Offenbacher, während so. Andere Dummköpfe immer nur Frankfurter bleiben. Das ist so. Das aber ist Lutz, ja, du kannst es sagen, du bist auch Frankfurt. So, ich bin Sachsenhäuser. Ja, auch ich bin Sachsenhäuser, Südmainisch, aber wir sind ja freiwillig eingeplackt nach Offenbach. Tja. Und du weißt ja auch, dass der Flughafen Rhein-Main auf Offenbacher Territorium steht. Ist das so? Zeilsheim gehört zu einer Isenburg und okay. Das ist Gemarkung Offenbach. Wahnsinn. Ja, also das heißt, das ist eigentlich der Offenbacher Flughafen. Im Grunde ja. Ja. Ist so. Offenbach Airport. Also ihr seht, Fanradio ist nicht nur ja, immer das schnellste Medium und unterhaltsam, sondern es ist auch sehr, sehr lehrreich. Ja, sehr lehrreich. Ja, es ersetzt im Grunde die komplette Uni. Bis hin zur Grundschule. Ja. Ja. Alles. Und nachher machen wir Malen nach Zahlen. Ja. 3 Minuten noch, 2 Minuten noch. Kevin Wittke am Ball. Ich dachte. Ei, und wieder ein mitgekriegt. Kevin reißt sich zusammen. Naja, es war wieder an Wittke. Es war wieder an Wittke. Er ist wieder in die Bande gecheckt. Es war diesmal die Nummer 14. Timo Schmidt, der ist ein Ersttäter, soweit ich das mitgekriegt habe. Oder hat er auch schon Geld? Aber ganz ehrlich, 2 Minuten vor Schluss musst du so ein Ding nicht machen. 2 Minuten vor Schluss musst du an der Stelle so ein Ding nicht raushauen. Meine Güte, da verstehe ich schon, dass der Kevin ein wenig angepisst ist. Der will nämlich heute in einer Woche spielen. Und ganz ehrlich, der soll auch heute in einer Woche spielen, weil allzu viele haben wir da hinten nicht mehr. Und Korb wurde ähnlich schon mal weggetreten. Ja, das muss nicht sein. Nee, müssen wir nicht haben. Auf also beiden Seiten. Nein, natürlich, nein. Seite. Aber es ist halt schon sehr, sehr übertrieben. Aber es geht weiter. Er steht, es ist gut ausgegangen. Aber die Jena, da steht ein Jena-Fan mittendrin und die haben Spaß miteinander, auch wenn sie sich spaßeshalber auf die Backe schlagen. Nein, kein Jena-Fan kann ja da irgendwas für, dass er ein bisschen übermotiviert war. Nein, ganz klar. Gottes Willen. So.
Ja, die letzte Minute läuft. 1:0 für der OFC. Und jetzt müssen wir es halten. Geht das in Ordnung? Weg der Ball. Beste Ausgangssituation fürs Rückspiel. Oh, Tommy, da schön. Und Wittke im Strafraum. Kriegt er den? Nein. Gut gemacht. Gut gemacht. Das war er, glaube ich, der Sünder sogar eben. Nee, der ist hier vorne. Der ist hier vorne. Nee, ist er nicht. Das war der Sünder. Das war der Gelbsünder, der das eben gut verteidigt hat da hinten. Oh, mal hier. Kombinationsspiel noch einmal. Aber dann... Ja, wird gleich hier abgepfiffen, die ganze Geschichte. Da bin ich sicher, dass hier nicht viel draufgegeben wird. Aber da war er schon wieder mit der Hand vorne weg, die Nummer 14 da, ja. Der Schmidt. Allerdings habe ich von Fleischer, von Philipp Fleischer auch ein hohes Bein gesehen. Das ist wohl wahr. Was auch ein bisschen gefährliches Spiel ist. Nee, das war schon okay am Ende. Aber er ist schon wieder sehr, sehr, ich sag mal so, ja. Wir sind bereits in der Nachspielzeit 1:0 für der OFC. Jo. Und ja, Barisch ja kurz in der 79. Spielminute. Da war das Tor, genau, wir sind 20 Sekunden drüber. Jetzt heißt es nur noch Mauern. Und das war aus. 1:0 gewinnt der OFC. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Abend und heute Nacht wird das Ganze noch eingestellt. Am Mikro sagt tschüss, Lars Kessner. Und Lutz Kammermeier. Ciao, ihr Leute. Und viel Freude bis nächste Woche.